gerade noch das Gummibärchen runtergeschluckt. Ganze Packung habe ich hier liegen und die werde ich heute aufmachen. Die kommt von Slash übrigens. Schaut an dieser Stelle. Slash von Guns N' Roses? Slash von Guns N' Roses. Hammer! Der mit Florentin immer World of Warcraft Tree, wollte gerade sagen. Hier, Warcraft Creep Jack. Weißt du? Ich habe keinen Plan. Ich weiß was? Welcome to the Jungle? Dennis, pass auf. Sag mir mal, was braucht man für einen Krieg? Gummibärchen. Gute Schuhe und irgendwas, um sich, damit man nicht langweilig wird. Und das passiert jetzt. Also viel Spaß. GTÜ präsentiert Far Away, der große Preis von Quickborn, live auf Rocket Beans TV. Dennis Richtarski, meine Damen und Herren, sitzt hier und ist vorbereitet für den Krieg. Ja, immer. Muss man doch, aber man weiß ja nie. Man weiß nie genau, wo man die nächsten Gummibärchen findet, das ist ganz klar. Ja. Dennis, was machen wir heute? Erstmal danke, dass du mir die mitgebracht hast. Die schmecken echt gut. Komm von Slash. Wollte ich noch mal kurz sagen. Slash ist der Spielpartner, der Kompagnon, quasi, oder der Guide, sage ich mal, von, du kennst doch Creep, du kennst doch Florentin Will, der arbeitet hier in dem Sender, weißt du? Ja. Und die haben eine Sendung, die nennt sich Creep Jack. Ja. In die Warcraft. So, Warcraft 3. Und was hat das mit Slash zu tun? Und Slash ist der, so nennt er sich. Der Mensch heißt einfach Slash. Aber ich dachte, der macht keine Musik mehr. Der macht, nee, der ist bei Warcraft, ist der ohne Hut. Ach so. Ohne Hut kann der, geht das klar. Ist aber auch kein Slash. Und der kommt aus Bonn, jetzt, damit du die Geschichte auch komplett verstehst. Ach so ein Quatsch. Der ist gestern vorbeigekommen, der lebt in Bonn. Erzähl doch nicht. Und so pass Quatsch. Auf, Leute, ohne Scheiß. Und der hat riesige Tornister voll, ja? Heißt das überhaupt? Tornister voll mit Haribo-Sachen mitgebracht. Ah, okay. Also, und wieso habe ich denn nur diese eine lächerliche Mini-Packung, wenn du mir sagst, der hat einen ganzen Container voll mit Gummibärchen dabei gehabt? Ja, weiß nicht. Vielleicht hast du ihn nicht gegrüßt jetzt gerade, sondern ich, kann ja sein. Du hast mir das doch gerade mitgebracht. Ist drüben riesiger, wieso bei Dagobert Duck, so ein riesiger Gummibärchen-Speicher oder was? Und du gibst mir so ein kleines Mitleid-Care-Paket mit 8 Gummibärchen? Ja, die machen wirklich ganz salty, die Oompa Loompa. Die stehen da im Zuckertrauma. Das ist richtig toll. Was machen wir heute? Was machen wir heute? Ja, wir spielen Hell Let Loose. Ist gerade rausgekommen. Bin schon drin. Also, es war ja eine, wie nennt man das immer? Wenn so ein Spiel noch nicht fertig ist, die Zeit davor, wie nennt man das? Die Wartezeit. Die Wartezeit ist vorbei. Das Spiel ist draußen. Die, ja. Und wir nehmen euch mit. So, wir nehmen euch mit in den Krieg. Man braucht für einen Krieg ja auch mehr Leute als, also man braucht mehr als nur gute Schuhe und Gummibärchen. Du brauchst vor allem auch Leute, die Bock drauf haben. Ja, habe ich. Und ich bin auch schon mehrfach gestorben. Das ist gut. Aber ich wollte auf was hinaus. Na, worauf? Wollen wir nicht die Leute mitnehmen, die Zuschauerinnen und Zuschauer? Stimmt, ja. Ich meine, die haben doch auch vielleicht Computer und vielleicht haben die auch Bock auf Krieg. Weißt also du? Also im übertragenen Sinne digital, nur ja. Hier in diesem Spiel. Bin ich also mal gespannt, wie mal gesagt. Das jetzt. Aber lass uns das doch jetzt feiern. Ist doch in Ordnung. Das. Wie machen wir das? Kann man irgendwo den Namen des Servers? Ja, also ich würde, wir lassen uns mal heute ein bisschen Community ballern. Ihr müsst in eurem Suchfeld Folgendes eingeben. Dennis, was muss man eingeben? Westfalen. Einfach Westfalen. Da ja, kommt das nur ist ein der, Server. Der Russ-EU-Server Westfalen Nummer 1. Rechts oben seht ihr das. Russ steht für rustikal. Ja. Und ja, ich habe einfach nach Westfalen gesucht, weil es ist sehr schwierig in der Serverliste was zu finden. Ihr werdet das schon merken. Sucht am besten einfach nach Westfalen. Und dann kommt ihr damit drauf. Wir haben einen Server genommen, der relativ leer ist. Da waren eben nur 10 Leute drauf. 100 Leute passen maximal drauf. Und das hier ist. Ja, der hat sich immer. Krogi? Nee, der hat mich immer auch angeguckt. Wir sind ja. Nur zum Verständnis, wir sind grüne Punkte, weil wir in einer Einheit sind. Wir sind in einer Panzerdivision, ne? Schießt der drauf? Ja, wir sind eigentlich in der Panzerdivision. Das Problem ist, wir haben keinen Panzer. Ja, weil ich lauf zu dir. Ah, ich werde abgeknallt. Verteidige mich. Ich lauf direkt zu dir. Ich bleib hier in meinem Dreck. Ja, aber verteidige mich. Jetzt guck mich doch mal an. Ich sehe dich doch nicht. Wo sollst du Mann, ich bin direkt vor dir auf dem Feld, ey. Ach, da kommt ihr. Das ja, bist du. Ja, das bin ich. Komm schnell rein hier, du läufst in die falsche Richtung, du feige Sau. Ja. Du musst in die Richtung hier, komm. Thank zack, you very da, wo much. Du herkommst. Thank you very much, my friend. Hier, komm, wir laufen thank zusammen. Thank you very much. Komm, ah! Ich muss den Sprachchat, wo ist der Sprachchat? Thank you very much, warum geht er nicht? Ich brauch den Sprachchat, ich muss mit Leuten reden. Das ist Krieg, da muss man nett sein. Krugi. Ich muss den Sprachmoment. Im Ernst, ich zieh mit dir im Krieg und du bist wo? Ich will mit den Leuten reden. Ja, ich will leben.
Ja, ich würde aber nichts, wenn du hier Captain Tastenbelegung machst. Ja, ich muss einmal mit den Leuten sprechen. Sprechen auf V. Okay, das nicht. Einheitsfunk. Hier Einheitsfunk. C. Führungsfunk. Hello. Hello, this is Michael. Aber hello. Verarzt du mich auch nicht oder so? Ich komme ja schon. Ich komme ja schon so. Sehr gut. Okay, ablegen. Wir müssen es halten. Ja. Und schlafen ein. Hier wird nicht gesprochen, hier wird gefälligst geballert. So nämlich. Kein Kommandant. Ich konnte nicht sagen, warum nicht? Ich habe doch hier so einen tollen Computer. Warum ging das nicht? Du hast nicht das Recht, was zu sagen. Ja, anscheinend. Okay, also HQ Spawnpunkt. Da lass uns doch kurz hier einmal warten, oder? Kommen Leute rein, von ein paar habe ich gelesen. Wie sollen wir warten, wenn wir spielen können? Ja, okay, du hast recht. Welche zwei hast du gesagt? Komm, wollen wir Kommandant sein? Ach, der heißt ja, der muss ich Karriere. Ach, da muss ich Karriere machen. Ja, da musst du auch alle befehligen, ne? Das kann kein Bock machen. Nee, komm, Sporn Stufe 2 hier. Ja. Spornpunkt. Hab ich genommen. Okay, wunderbar. Dann stationier dich mal mit. Okay, bin da. Wo bist du? Ich sporne erst. Mach schön laut, gleich. Ja? Das ist Krieg. Ja, total, aber ich schreck dich nicht. Krieg ist wirklich. Und die akustische Darstellung in diesem Spiel, wie nennt man das denn? Atmosphäre. Die ist super. Also, ist wirklich sehr dicht. Okay. Du bist doch auch ein Akustik-Fan. Das hast du mir doch zum Beispiel bei Tarkov erzählt, dass sich das mega begeistert hat, wie sich das alles anhört. Gesundheit. Und hier war das auch so. Naja, wir haben es jetzt erst 10 Sekunden gespielt, Micha. Lass uns das mal nicht gleich wieder über einen hohen Klee loben hier. Du bist einmal gestorben. Aber ich hab's doch schon mal gespielt. Willst du uns was von der Atmosphäre erzählen? Ja, das nimmt dir doch keiner ab. Ich hab's doch schon mal gespielt. Ach so. Ja, gut, okay. Dann sag mir mal, wo der Panzer ist jetzt. Oh, guck mal. Ich kann jetzt hier von der Atmosphäre. Artillerie. Ja, ja. Knall da mal einen Kolben rein. Was passiert, wenn ich hier auf die Munition schieße? Nix. Ich besteige das jetzt, ja? Pass auf, ich hab's bestiegen. Ja, besteige die Artillerie. Und ich darf aber nicht. Höhenwinkel, Sitz wechseln. Feuern. Ich hab beschossen. Gut gemacht! Ich hab geschossen. Du hast geschossen. Hammer. Oh geil, ich hab ein Auto gefunden. Ich darf auch den Höhenwinkel verändern. Oh, das dreht sich aber langsam, du. Das macht aber nicht so viel Bock an der Artillerie, muss ich sagen. Ja, da muss einer kurbeln. Das ist wahrscheinlich der Typ, der neben dir. Das macht aber nicht so viel Bock. Oh, nochmal einen weggeknallt. Du musst wahrscheinlich auf Koordinaten warten. Ja. Willst du einsteigen? Ich hab dir hier ein Auto organisiert. Ja, bitte. Schnell, das ist ein Panzer! Lass mich aussteigen! Wo ist der Panzer? Das ist ein Panther! Guck ihn dir an, wunderschön! Ich fand's richtig gut, wieder auf einmal. Alter, ihr aufpasst, ihr verschwendet Ressourcen. Ja, das ist aber auch unser Krieg, ja? Also, wenn man ganz ehrlich, sind das deine Ressourcen oder meine? Wenn man uns für einen Krieg bucht, ja, dann hat man uns auch erwartet. Okay, ich bin am MG. Ich hab. Wie schaltet man durch? Ich hab ein Geschütz schon. Ich hab Geschütz. Sitz wechseln, F1 bis F3. Motor an, aus. Ja, genau. Ich hab aber keine. Ich hab nur Geschütze. Warte mal. Ich wechsle mal den Sitz. Fahren wir auch? Fahren wir jetzt auch noch in den Krieg rein? Ja, wenn wir den gestartet kriegen. Warte doch mal! Hör mal ganz locker, ich will den Panzer. Können wir jetzt in den Krieg reinfahren, bitte? Ich muss einmal den Sitz wechseln. Ich weiß nicht so genau, wann bin ich denn der Fahrer hier? Ich glaube, hier bin ich jetzt. Na, jetzt ist Wuschelnuss drin. Wuschelnuss, hilf uns! Ich starte den Motor. Hörst du das? Ja, und jetzt sag mir nicht, dass das Sounddesign scheiße ist. Das ist Hammer. Ja, Hammer. Hammer, Hammer. Gefällt mir richtig gut. Wuschelnuss fährt, oder was? Ich bin mit meiner Position hier völlig unzufrieden. Ich auch. Wo bin ich denn hier? Seit wann gibt's ein Fenster im Panther? Nee, im Ernst. Wo ist denn dieses Fenster, bitte? Was ist das für ein Platz? Du hast einen richtigen Florida Place im Panda gekriegt. Ja, ist das die. Hat der einer seine Fenster eingebaut? Ist das Sonderausfertigung oder was? Schade, das. Ich habe leider keine Munition, außer diese. Also, der will nicht fahren, oder? Fährst du jetzt? Jetzt fahre ich, ja. Ja, wir sind saugefährlich, würde ich sagen. Ja, es geht langsam los. Guck mal, wir arbeiten. Eben haben wir uns noch gar nicht bewegt. Wir wurden angehupt. Wir wurden angehupt. Wir wurden vom eigenen. Das war richtig degradierend, Dennis. Das hat mir gut gefallen. Der mochte uns gar nicht.
Geht das jetzt schnell? Ich soll Shift, kann ich hochschalten? Oh ja, mach mal die Kanone da vorne, das sieht gut aus. Baller unseren Typen ab. Captain Nicknack. Was sagt denn der Chat? Ich baller Captain Nicknack ab. Bin ich im vierten angefahren? Wo sehe ich denn den Gang? Da unten. Zweiter, dritter Gang, please. Ja, ja, wie. Ah, jetzt haben wir. Jetzt sind wir neutral. Oh, schön. Oh, das ist schon wieder gut. Im dritten ist das ist schon wieder richtig gut. Warte, ich komm. Jetzt bin ich im vierten. Bin ich das, der den Gang schaltet? Oder? Ja, ich glaube schon. Das ist nicht so einfach. Aber wir fahren halt den dritten an. Ich bin einfach in deinem Panzer zugeordnet, zugeteilt, ja? Und denk mir so, halt die Fresse, Mann. Der schaltet immer vom Leerlauf in vierten. Ja. Es geht überhaupt nicht los. Himmel! Aber okay. Wir fahren langsam an, siehst du das? Wir haben jetzt schon 10 km/h. Ja, immerhin fährst du nicht rückwärts. Fahren wir rückwärts? Nein, tust du nicht. Da, Gegner, 800 Meter. Wir kommen! Siehst du mein Rohr? Siehst du mein Rohr, wie es sich bewegt? Ja. Können wir mal Denses Bildschirm sehen? Das sieht ganz geil aus, was ich hier mache. Aber wir haben keine Munition, aber ist okay. Wir brauchen Denses Bild. Kommt bestimmt gleich. Ich versuche hier immer noch zu schalten, das gleich aber das klappt. Da kommt es sehr gut. Guck mal hier, das Rohr. Stört dich das, wie ich immer hin und her bedenke? Nee, ist wunderbar. Es hilft mir zu orientieren. Ich weiß nicht mal, wo vorne ist. Nachladen. Ich kann nicht nachladen. Ich habe ja keine, ich habe nichts mehr dabei. Ich guck mal auf die Map. Doch, ich kann nachladen. Wohin fahren wir? Ich lade gerade. Ich habe alles. Wo sind wir? Da sind wir. Guck mal, wir sind bestimmt dieses Schiff. Oh, wir sind genau richtig. Denzel, ich habe ein Dings im Rohr. Ja, hast du einen drin? Ja. Okay, aber dann pass auf, du hast bestimmt nicht viele Schuss. Nee, also 41 nur. Warte, bis wir irgendwas... Ich sag dir Bescheid. Soll ich mal vor... Komm, soll ich dir mal zeigen, wie ich aus dem Rohr schießen kann? Nee, warte, bis wir wirklich auch was, worauf wir ballern. Saugeil, das ist das Bild. Wir haben das... Wo waren die? Wo waren die, miese Schweine? Ja, da vorne, da ist eine Explosion. Ja, lass die aber in Ruhe. Wir warten auf... Make it count. Make it count. Scheiße, hier ist so ein Graben. Ja, aber das ist ein Panzer, baller da durch. Ja, aber wenn ich wüsste, der hat nur einen dritten und vierten Gang. Seht ihr das? Das ist Spaßkrieg. Nee, im Ernst. Kann mir einer mal sagen, wie man verdammt nochmal hier runter in den ersten Gang schaltet? Jetzt habe ich ihn. Erster Gang. Was, wo war er? Sag mal. Wo hast du den gefunden? Keine Ahnung. Ich habe jetzt zum 50. Mal auf Shift gedrückt und plötzlich war es der erste und nicht der vierte. Hey, oh, wo geht's hin? Wir fahren durch den Tunnel. Soll ich den Weg frei bomben? Vielleicht gibt's eine Außenansicht? Das wäre wahrscheinlich gerade mega super. Guck mal. Kupplung langsam kommen. Und gib gar. Oh ja, jetzt guck mal. Das ist unser Krieg, Leute. Guck mal, erster Gang. Und jetzt. Schalte ich hoch in. Nee. Jetzt. Ist er wieder im vierten. So. Weißt du, wo der Krieg ist? Weißt du, wo der hin muss? Ja, hier links. Ich wollte über die Brücke, die Holzbrücke. Die ist ja extra für Panzer gebaut, oder? Hier links ist der Krieg, ja, okay. Taktischer Finesse wird hier vorgegangen. Wie als ob deine Mutter spielen würde, Marc. Ich bin hier der Beste. Guck mal, du bist gegen so ein Hindernis gefahren. Hast du schon mal so lange überlebt? Nee. Nee, ich meine Marc im Chat, der will sich mit mir anlegen. Der sagt, ich kann nicht Panzer fahren. Ein Panther schleicht sich nur mal an. Ja, ist auch richtig. Also Norden sagst du, ja? Ja, wir sind jetzt wieder richtig ausgerichtet. Genau, nach da, direkt vor uns. Wir haben ein Ausrufezeichen links. Was bedeutet das? Was macht das Ausrufezeichen? Ich muss da hingucken. Ein bisschen weiter rechts. Achtung, vielleicht da beim Häuschen. Da war ein Ausrufezeichen. Da gibt's da Action. Ja. Soll ich mal draufschießen auf Verdacht? Ey! Nein, wer schießt auf uns? Das wird ein Highlight. Unser erster Schuss wird auch gleich der erste Kill. Und der Siegschuss. Alter, ein Fallschirmspringer! Den baller ich ab. Friss Blei! Wahrscheinlich einer von uns. Ist die Verstärkung. Da, im Graben! Dennis, da im Loch. Ist da einer im Graben? Ja, direkt vor uns. Und da auch. Gib ihm, ich seh ihn! Mieses Schwein. Oh Gott, das tat weh. Oh nein, Dennis, was ist das? Ich weiß es nicht. Dennis. Was ist hier los? Die Erde. Die ballern auf uns. Die Erde wackelt, es bebt. Grogi! Wo ist verdammt nochmal die Außenansicht? Wir kriegen eine Artillerie auf die Fresse gleich. Ich tippe irgendwas. Okay, pass auf, ich steig aus. Ich hab noch 21 Schuss vom MG. Jetzt schießt die dicke Wumme. Ich hab dich Warte, ich lass ihn kommen. Ich hab die Panzerung angewinkelt. Jetzt. Okay, warte. Der guckt gleich nochmal raus. Und kriegt dann kriegt er der einen rein.
Ich stell mich direkt neben das Rohr, damit das richtig knallt. Ja, pass auf, warte. Der kommt gleich raus, ich weiß es. Da ist er! Willkommen in der Hölle! Das ist ein Armpanzer! Willkommen in der Hölle! Krogi, das ist ein Armpanzer, komm raus und erledige ihn! Wo ist der? Armpanzer! Wo? Hab ihn! Wuhu! Meine Willkommen ist der Kill! Meine ist der Kill! Willkommen in der Hölle, Bitch! Da liegt er! Mit dem Gesicht im Dreck! Nachladen! Ha! Ha! Ja, Mann! Das ha! Okay. Sorry, das war mein Moment. Tag. Das ist in Ordnung. Du hast richtig scheiße geparkt. Aber warte mal, bleib mal da stehen. Das sieht so cool aus. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Guck mal nach oben. Guck mal nach oben. Nee, guck mal nach oben. Soll ich mal reingucken? Ja. Guck mal rein. Ich hab dich angeschossen. Tut mir leid. Möchtest du deinen Teamkiller bestrafen? Ja, mach doch. Wie ist das denn? Ich warte hier, ja? Ja, es wurde übrigens gesagt, wir sollen mal das Squad wechseln. Panzerfahren ist sehr, sehr schwer. Ja? Infanterie-Squad ist vielleicht keine schlechte Idee, okay. Weil wir haben uns wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Machst du eins auf? Ich habe eins aufgemacht. Ja, ich will auf jeden Fall deine Division. Wie, du lebst noch? Ja, ach, ich lebe ja, klar. Noch. Ich muss mich eben kurz verteidigen. Hier ist Krieg, Dennis. Okay. Du. Ist das ein mieses Schwein oder ist das einer von uns? Oh, der Panzer. Qualmt. I love your ass. Okay. Okay, alles klar, ablegen und dann gehe ich in deine Division rein. Leute, joint dem Server Westfalen bitte eingeben bei der Suche. Dann kommt ihr drauf. Genau, Westfalen Nummer 1. Irgendwas mit Westfalen. Also startet das Spiel, es ist super fun. Ich fand das witzig schon ein bisschen. Mhm. Kommst du in den Dings rein? Ich wurde einmal bestraft. 10 Sekunden zur Versetzungszeit hinzugefügt. Alter, hältst du das aus? Alter, das ist Powerplay für die anderen jetzt. Krass. Das ist wie im Eishockey, weißt du? Ich sitze jetzt auf der Bank. So, wo bist du? Ich bin King. Ja, genau. Join me. Ja. Ja. Ausrüstung wechseln? Nö, ist super. Niederlage. Okay. Und darum gibt man den Soldaten Meth. Ja, das ist korrekt. So, wo sind wir denn? Ganz unten? West Melodrixen sagt Mo. Ich bin ganz unten, du bist aber über mir noch. West Phalen. Ist egal. Was sagst du, ich bin besser als du? Ja. Natürlich, weil ich ja das halbe Team ausgerottet habe. Das wollen wir nicht sehen. Die meisten Server haben einen 15-Minuten-Delay, sonst wird man gebannt. Was meint man damit? Keine Ahnung. Dass du mal nicht sofort Sinn. Wieder rausgehen darf oder was und dann zum anderen joins oder was weiß das? Ich glaube, was er meint, dass viele Server eine Strafe aussprechen, wenn du Achso, wenn man Friendly Fire. Ne, wenn du machst mal und dann wirst du gebannt. Ich glaub, ja. Streamer sollen 15 Minuten Delay einbauen. Ach so, wir, ja? Wer sagt das? Aber wir haben ja, dann sollen die uns rausschmeißen. Wir machen hier sowas nicht, Leute. 15 Minuten, das ist dann ja schon morgen. So läuft das hier nicht. Hast du so viel Zeit? Nicht. Ich auch nicht. Worauf soll ich? Nee, aber im Ernst, warum in diesem Spiel jetzt, ist das irgendwie anders? Ist da irgendwas, wo das wichtig ist? Ich glaube, man macht den Leuten das Spiel kaputt. Wenn man grundsätzlich auf einem Server ist mit vielen Leuten, dann kommt da ein so ein Dulli-Streamer, weißt du, mit vielen Zuschauern, dann kannst du natürlich. Ja, aber ist ja jetzt nicht das erste Spiel. Nein. Oder? Wieso ist das. Du hast recht, aber ich. Also, meiner Testrunde ist mir aufgefallen, dass die Leute doch sehr viel miteinander kommunizieren. Okay, kommst Mikrofon. Du in Dog? Ja. Okay, kommt in Dog, wenn ihr kommt wollt. Kommt in Dog, Wuschelnuss ist schon da. Sehr gut. Ekelpaket ist auch da, sehr schön. Wunderbar. Was wolltest du sagen gerade? Du hast wunderschöne Haare. Haut. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte dich einfach jetzt loben. Ich wusste nicht, weiß nicht. Aber ist egal. Oh, hast okay, du guck, bin ich ein bisschen dreckig oder braun? Das musst du entscheiden. Es riecht auf jeden Fall ein bisschen nach Kacke hier im Raum. Von beiden. Mhm. Guck mal, wir sind fast voll. Einer kann noch rein. Zuletzt ist Katilas und Nostradanus. Übrigens, vielen Dank, liebe Leute, dass ihr uns so gutes Feedback gegeben habt von der ersten Skill-Arena-Ausgabe. Das war sehr nett. Es ist ganz gut angekommen, Dennis. Ja, sehr gut. Also, die Leute mögen das, wenn wir Spaß haben. Okay. Nächste Woche geht's wieder weiter. Genau, heute lässt sich Walle entschuldigen. Der lässt sich die Zähne bleachen in Nizza. Und ist dann nächste Woche wieder da. Okay, wieso kann ich nicht joinen? Ah, ich muss erst einen Spawnpunkt auswählen, meine Freunde. Tut mir leid, ich bin ein bisschen dumm. Wir sind bei Spawnpunkt 2, folgt uns. Okay, los geht's. Spawnpunkt 2, alles klar.
Willkommen in Stalingrad. Freizeitangebote lauten wie folgt. Oh, geht los. Hansa-Schokolade. Also, wir sind in der Division. Hey, hey, wer hupt da? Wer ist Krogi? Wer hupt da? Wer hupt da? Wer hupt da? Ich hab einen Spaten. Hier ist eine Schaukel. Warum kann ich denn mit keinem mehr reden? Ich will Sprache hören. Kannst du reden mit C? Oder mit V? Nee. Es ist noch Warm-up. Wir müssen wahrscheinlich... Besetzt. Komm mal, setz dich hin an. Du bist richtig schön. Du bist ein schöner Mann. Ich glaube, er will, dass wir da reinsteigen. Ja, dann machen wir das. Aber ich bin doch schon auf dem Sitz. Ich sitz doch schon. Yes. Ich sitz hier. Jetzt bin ich rausgestiegen. Er hat mich rausgeschmissen. Komm wieder rein. Ja. Aber es ist gar nicht meine Einheit. Ich bin gar nicht mehr meine Einheit. Meine Einheit ist doch... Die Grünen sind meine Einheit. Das ist meine... Hier. Das ist unsere Einheit jetzt. Ich fahr nicht scheiße jetzt. Unsere Einheit geht in den hinteren Zug. Komm, gib Gas. Fahr los. 35 Sekunden noch richtig schön losfahren hier. Zum Warmwerden. Motor ist gestartet. Ja. Komm, Joint, hier, unsere Einheit hier. Buschelnuss und B-Boy. Jetzt kommt ihr rein. Das ist unser Auto. Bist du auch drin, ne? Hier, B-Boy, jetzt komm, join us. Rein, jetzt, hier ist Krieg. Wer sitzt da neben mir? Denzel, bist du das? Ist doch Beifahrersitz? Nö, ich bin der, der da vorne davon fährt, wenn du mal an den Horizont guckst. Du hast ein eigenes Auto? Ja, nee, ich bin hinten drauf, auf dem Transporter. Ja, warum bist du nicht bei unserer Einheit? Weil das hier die größere Einheit ist. Ich laufe mit dem besten Kumpel. Nee, guck dir mal deine Dulli-Freunde an, ey. Die sitzen alle rum. So, ich starte eh neu jetzt, oder? Ihr müsst ein funktionierendes Mikro haben. Habe ich aber, mein Freund. Wuschelnuss, danke für den Tipp. Aber ich habe hier ein funktionierendes Mikro dran, aber es geht halt nicht. Das ist enttäuschend. Dann sag du mal was, Wuschelnuss. Tell me mal. Er sagte doch gerade, wir hören sonst nichts. Oder? Haben wir das doch nicht richtig eingestellt? Scheiße. Anscheinend. Fuck. Aber egal. Nachher reden die eh so. Kann einer mal... Pinge den Feind an. Drück mal, du musst pingen jetzt, wo ich langsam fahren soll. Du bist nicht bei mir im Auto, ne? Nee, wir fahren hier gerade durch ja, Vororte von... Was ist das? Stein gerade? Was haben wir hier geladen? Denk ich mal, ja, denk ich mal. Geht gar nicht. Hier ein bisschen rückwärts. Doch, steht da, Stein. Dann hier, es geht schon noch. Euch fest. Mittleres Mausbutton, um zu pingen. Habe ich gemacht, geht nicht. Aber wir fahren gerade, das sieht gut aus. Ja, hier weiß jemand, wo es lang geht, auf jeden Fall. Hier sind die beiden Geschwister. Den geht's gut, ne? Ja, ich fahre ja aber auch schön durch den Morast, du. Wie geht's euch? Stalingrad. Oh shit, das sind Vierlinge! Oh Gott. Das sind die Klonkrieger hier. Alter, guck mal, wir sind hier alle auf dem Weg mit unseren Autos. Warum fahren wir ja noch mit Autos? Das verstehe ich nicht. Der Schlammspurbahn. Ja, ich glaube, Skateboards hatten die noch nicht erfunden. Kein, aber was mit Hoverboard? Ja, wann, wo ist denn der Krieg jetzt? Weiß das einer? Der ist direkt vor uns. Okay, dann fahren wir hin da. Schaut mal im Menü, ob das Game euer Mikro erkannt hat. Beziehungsweise ob ihr mit dem Voice-System connected seid. Das mache ich gleich, dankeschön. Aber erstmal fahre ich in den Krieg rein. So, ich fahre gerade auf den Gleisen. Wir müssen auch so ein Supply Crate hinstellen, Denzel, damit wir das spawnen können. Voice over IP ist bei mir auf Verbinden gestellt und die Audioqualität auf episch. Also. Okay, da musste ich lachen. Da musste ich schon ein bisschen lachen, muss ich sagen. Ja. Ich meine, du sagtest es ja, das ist episch. Das ist es auch. Aber das ist deine Audioqualität. Eingestellt hat, ist also. Dein jetzt episch, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Kann ich da durch durchs Tor, ja, ne? Guck mal, perfekt durchgeknallt. Ja, der Krieg ist weit weg. Wir fahren ja wahrscheinlich irgendwie. Bist du Japan? Ja, das sind doch große Maps, ey. Einmal komplett durch. Aufklärungsflugzeug am Bahnhof angefordert. Im Bahnhof? Oh, wir werden beschossen. Wir werden beschossen. Oh! Ich wurde auch. Das hört sich echt. Jetzt weiß ich langsam, was du meinst. Ja. Sounds. Ja, ja, das ist richtig geil. Je näher du kommst, desto mehr Krieg hast du. Ja, aber was für coole Sounds das sind. Ja, die sind sehr gut aufgenommen. Mega cool. Bist du hingefallen? Was ist passiert? Ich weiß nicht, warum ich gestorben bin. Komm, wir kämpfen. Alles, was sich bewegt, schieße ich ab. Warum bin ich gestorben? Oh, oh, oh! Warte, das muss ich mir angucken. Oder? Habt ihr das gesehen gerade? Hast du das gesehen gerade? Nee, hab ich nicht. Was war da? Da kam eine Bombe per Fallschirm. War das sowas, ja? So ein Ding?
Oh, ich muss mal schnell weg, ich werde beschossen. Nee, von oben am Fallschirm kam eine Bombe. Das, ich weiß auch nicht, habe ich es mir eingebildet? Habt ihr das gesehen? Das war ein Supply Drop? Willst du mich verarschen? Wieso sieht das aus wie eine Shell? Das war eine Vorratslieferung. Ah, okay, ja gut, die deutschen Vorratslieferungen sehen natürlich mega evil aus, deswegen. So, jetzt brennt es ja auch ordentlich. Ich guck mal einmal kurz in mein Menü. Optionen. Oh, cool. Verbindung. Alter, das sieht mega aus. Verbindung getrennt. Das sieht ja richtig geil aus. Ja, Mann, das ist richtig geil. Aber das Spiel sieht am Anfang so scheiße aus und jetzt auf einmal sieht das so ja, geil aus. Ja, weil jetzt Krieg ist. Was ist das denn? Überrasch. Okay, Heisenberg ist links. Er verbindet immer noch VoiceOver. Er kann VoiceOver IP nicht verbinden. Ich weiß nicht warum. Das klappt irgendwie nicht. Ah! Hast du dich erschrocken, ey? Ekelpaket, ich folge dir. Ich lieg irgendwo an den Schienen, wenn du da jemanden siehst, der vor sich hin blutet. Weißt du, was komisch ist? Dass ich die anderen aber auch nicht hören kann. Müsste doch die anderen Spieler hören können. Ja. Frage ist, ob vielleicht ist es gar nicht schlecht. Ja, aber ich hätte schon gerne meine Kollegen hier am Start. Ich guck noch mal. Ich lieg ja gerade in meinem eigenen Saft. Du kannst auch nur kurzzeitig sprinten übrigens, ne? Muss man das vielleicht erst rausziehen, damit es aktiviert ist? Ja. Nee, also das Laptop. Der Laptop, wie heißt das? Notebook? Oh, danke, irgendwer hat mich aufgehoben. Das geht doch so. Woody! Woki, danke. Ich gebe dir keinen Headshot deswegen. Mega nett. Okay, lass da vorne sammeln. Zu unseren grünen Buddies, ja? Die grünen Punkte ist unsere Division. Mein Buddy ist jetzt Woki. Ja, aber komm doch zu deinen anderen Freunden. Okay, wo bist du denn? Ah, da hinten. Ja, okay. Du hast recht. Kommt doch zu mir, ich bin an der Front. Wenn das Mikro nicht funzt, hört ihr die anderen auch nicht. Alles klar, okay. Ja. Ach was? Ja, aber komm. Was ist denn los, Woki? Lass mich mal durch. Das ist schade. Warum es nicht geht, weiß ich nicht. Granate? Was ist das? Grau. Wir sind im neutralen Sektor. Hier kann potenziell Feindkontakt sein, Dennis. Oh ja. Oh shit. Wird auch schon geknallt. Da vorne. Warum schießen die da runter? Wo schießen die hin? Wo ballern die denn? Da hinten. Roger, komme. Oder, oh, Alter, da sind ja richtig viele. Kannst dich auch heilen, genau. Schön. Hinten in der Ecke, die müssen wir flankieren. Leute, die müssen wir flankieren. Sind zu viele. Flankieren, okay. Achtung, lauf und flankiert. Lauf. Lauf, flankieren, lauf. Gut. Ich komme. Was ist das? Auch am Horizont, diese Rauchschwaden sehen unglaublich gut aus, die man auch gerade bei dir sieht. Leute, hier ist einer. Was seid ihr noch weg? Weit. Wurschlus ist down. Wurschlus, ich hol dich. Wurschlus. Kann ich nicht. Mann. Nein. Oh Gott! Aber ich lieg gut, man kann mich bergen. Ich komme! So macht das Spiel gar keinen Sinn. Das Lustigste und Wichtigste ist die Kommunikation. Ja, absolut. Sehe ich auch so. Warum geht das nicht? Ah, okay. Das hat Verbindung getrennt. Ich kann mich nicht verbinden. Voice over IP geht nicht.
Wenn jemand einen Tipp hat, wie man das machen kann, sag mal Bescheid bitte. Also du musst bei dir auch noch auf Verbinden klicken, ne? Bei hab ich auch gerade gerafft, ja. Kommst nicht rein, ne? Scheiße. Da vorne ist gerade einer gefallen. Ja. Garnisonspunkt 2, wo seid ihr? Ja, ne? Ja, ziemlich. Ach, Mann, rechts, rechts! Überall geguckt, nur nicht rechts! Ich dachte, das sind meine Kumpels. Habt ihr das in den Settings ausgeschaltet? Du meinst eingeschaltet, aber es verbindet sich ja nicht. Ja. Ja, also wir können es ja nochmal zeigen. Ja. Zumindest hier bei den Optionen ist es nicht unbedingt viel, was man machen kann, außer auf diesen Button zu drücken und dann zu schauen, wie schön hier verbinden steht. Aber er sich nicht verbindet offensichtlich, weil wir ja nicht hören. Von daher sind die Informationen, die wir zur Verfügung haben, auch nicht wirklich zuverlässig, um hier den Fehler zu korrigieren. Hm, yeah. Das ist schade. Also wenn jemand eine Idee hat, weiterhin dann gerne mal durchgeben. Das wäre mir auch ein Neustart wert, tatsächlich. Weil mit Sound ist das schon ziemlich gut. Aber ansonsten, dann machen wir jetzt beide erstmal weiter. Dann müssen wir uns mal verbinden. Wo bist du denn jetzt gerade? Ich suche mal, bist du der Grüne? Wo bist du auf der Map? Ich spawn jetzt neu. Garnison, dann geh doch hier zu dieser Garnison. Wie heißt die denn? 2, 3, 2. Garnison 2, 3, 2? 2? Ich glaube, das ist 2. Okay, ich bin gleich bei dir. Ja. Und dann kommunizieren wir einfach. Ja. Vor allem ist Dennis Offizier. Das heißt, er hat als einziger Verbindung mit dem Kommandeur. Jawohl. Und von dem kriegst du halt die Aufgaben. Ja, dann verteile ich jetzt die Aufgaben, würde ich sagen. Ganz vorne das Ding, ne? Ja, nur die hören ich nicht. Wieso hier? Die können doch alle den Stream anmachen. Ja, okay, okay. Ja, so viel, ja. Zu viel. Okay, dann sammeln wir uns hier. Dennis, mach die Ansagen. Ja, ich spawne gerade, glaube ich. Ja, doch. Drei. Okay. Okay, Angriff. Ihr spielt auf einem russischen Server. Eure Verbindungsversuche können den eisernen Vorhang nicht durchdringen. Ja, das kann sein. Da. Okay, Krogi, ich bin hinter dir. Ja? Ja. Geil, okay. Leute, Ekelpaket. Wen haben wir hier? B-Boy. B-Boy ist da. B-Boy, kannst du uns hören? Bestätige mit Waffe hoch runter. Ekelpaket kommt auch. Okay, Denzel, du musst Ansagen machen. Du kannst jetzt nicht nach vorne laufen. So geht okay, das. B-Boy, Waffe hoch runter, damit du uns verstehst. Ja, komm, jetzt. Okay, hier. Er wiggelt. Tanz. Waffe hoch runter geht anders, aber okay. Jetzt kann der Fall wirklich jeder zur Armee. Also, wie sieht's aus bei dir? Wie heißt du? Ekelpaket. Nee, warte mal, wer denn jetzt? B-Boy? Okay, ihr seid beide cool. Dennis, okay. Du musst ab und zu in einem Outpost sitzen, damit dein Squad dort wieder einsteigen kann. Ja. Nix, wir bringen das jetzt nach Hause hier. Wir entscheiden den Krieg. Okay, also. Okay. B-Boy, Krogi. Shit, wie hieß? Ekelpaket? Ja. Genau, Ekelpaket, du gehst vor. Wuschellos kommt auch. Ekelpaket, sondier die Front. Okay, warte. Wenn jemand siehst, Schiss, der kann ja nicht mit uns reden. Wenn jemand siehst, der Nick wild. Hier waren wir eben, hier bin ich eben gestorben in der Nähe. Oh, Ekelpaket, läuft nach vorne, nicht zu weit, Ekelpaket. Bleib im Sicheren. Ekelpaket, das ist ein krankes Schwein. Alles klar, Wuschellos ist direkt neben. Oh, das ist cool, guck mal, wie wir vorrücken hier. Ich robbe mich. Robbe mich durch den Matsch. Wie da hinten? Ja. Okay. Ich gehe durchs Fenster, aber. Boah, was eine Mega-Explosion. Ekelpaket lebt immer noch. Sehr gut, Ekelpaket. Du darfst jetzt zurückfallen. Wuschelnuss übernimmt jetzt die. den Brückenkopf. Nee, das sagt man gar nicht, ne? Ich komme zu euch, ich muss zu euch kommen. Okay, wir sind hier im Bahnhof. Lager. Verteidig mich, ich werde hart abgeschossen. Okay, dann. Auf. Wuschellos lebt noch. Ekelpaket auch und B-Boy auch. Alle da. Nostradanus ist jetzt auch bei uns im Team. Nostradanus muss ein bisschen aufschließen. Marine Bibis ist auch da. Ich glaube, Nostradanus ist gerade gestorben. Okay, Kroge, du machst das gut. Wir brauchen ein bisschen mehr Verstärkung hier. Vielleicht mal ein bisschen aus der Luft was. Vielleicht mal ein Panzer oder so. Was ist das hier? Wir haben nur Kanonenfutter hier, Dennis. Was ist hier los? Oh! Da hat mich was gebissen. Echt? Was denn? Weiß ich nicht. Da hat mich was gebissen da hinten. Oh, da ist irgendwas. Ja. Oh, die sind hier drin! Das ist so ein bisschen wie meine nackte Kanone, ey. Ja, komm, ich lad mal durch. Die sind hier. Warte, so, du hast von euch hat jetzt die Grundausbildung mitgebracht. Kann mir sagen, wie die Scheiße geht. Du bist Kommandant. Und jetzt hocken wir alle in der Halle. Okay, alles klar. Dann hinter mir her. Alles klar. Ja.
Ja, Mann! Ja! Ja! Das ist meine. Du musst schreien, sonst geht das nicht! Ja! Geil! Das ist mein Denzel! Das ist mein Denzel! Und weiterlaufen! Seht ihr wieder? So geht das! So geht Krieg! Denzel muss einen Outpost setzen! Egal! Ich glaube, alles richtig gemacht! Ja, bei dem Outpost setzen! Warte, was ist der hier? Ne, ist ein Drop! Wie macht man den? So, hier ist eine Waffenkiste! So musst du gleich einen Outpost setzen, ja? Danke! Ich werde wiederbelebt! Okay, ich versuche den zu setzen! Ja. Wie geht der? Scheiße! Wie geht das mit dem? Shit. Das sah geil aus, ey. Einfach meine Handgranate geworfen. Einfach so aus Scheiß. Okay, ich versuch das gleich mit dem Outpost. So ganz down? Naja, ich werd grad wieder belebt. Ah ja. Danke. Okay, jetzt schnell ins Dingsgebiet. Blaue. Was? Ich bin doch drin im Bösen. Guck mal, hier bei Dennis, da geht's richtig ab. Ich bin grad richtig verarztet. So, wo bist du jetzt? Wir haben beschossen. Bist du bei B-Boy? Ja. Typ, ich bin irgendwo im Dreck. Ja, mach ein Outpost. Mach hier, wo, komm zu mir. Wir haben beschossen. Komm, rauf dich zu mir. Ja, auf meinem Haus dahin. Ja. Versuch zurückzukommen, wie die das gesagt haben. Oh, miese Schweine. Und mach den Auspost klar. Oh, aua, miese Schweine. Komm zu mir. Wir sind okay, hier ich laufe jetzt. Wir sind im Krieg. Scheiße, wie steht man auf? Steh auf, du Nulls. Jetzt, lauf! Lauf, mein kleiner Kriegsmann. Lauf, mein kleiner Kriegsmann. Auf, links, rechts. Ah, sind wir sind mit dem Krieg da. Schlag die Haken. Gefährlich hier. Haben wir nicht. Hab ich nicht so eine. Alter, wir brauchen Smokes. Ich komme nicht. Das ist zu viel. Das ist zu hart. Ich laufe. Pass auf. Ich robbe mich jetzt so hinter diesem Auto lang. Ich bin ja einfach auf Abschlusslinie. Okay. Ich setze den Outpost gleich, wenn wir im blauen Gebiet sind. Aber wir haben doch da halt einen Garnisons-Spawn-Punkt. Macht lauf. Das Sinn? Ist lauf. Du bist im blauen. Lauf. Okay. Ekelpaket, ich komm zu dir. Bleib da. Also, ich folge dir, meine ich. Ich versuch zu joinen, es dauert irgendwie. Okay. Boah. Er hat ein Maschinengewehr dabei, Hammer. Wir wollen uns hier treffen bei Ekelpaket? Ja, kurz dahinter mache ich jetzt den Außenposten auf, wenn mir einer sagt, wie. Das hat ich habe zum Beispiel. Wie mache ich das? Mit einer Uhr? Muss mal gucken, was. RMB? Warte, was ist das? Also erstmal kommt eine Rauchgranate, ja, das ist gut, dass ich Ruhe machen kann, ja? Das ist immer gut. Da. Und da kommt der Rauch. Nee, ich habe Waffen, Granaten, Verbandsdinger, eine Uhr und bin tot. Ich bin auch tot. Vielleicht geben wir einfach die Position ab, weißt du? Wirklich die Uhr? Okay, sorry, das ist aber auch nicht gerade, da kommt man nicht sofort drauf, wenn man die Uhr sieht, dass man damit einen. Dann lass uns doch. Wollen wir? Ja gut, das ist ja easy. Sonst würde ich sagen, geben wir die Rolle jemandem anderem gerade mit Sprachchat. Aber warum haben wir keine Sprachkommunikation? Das verstehe ich nicht. Weil wir halt, von der Technik, wir stecken zu viel Mikrofone dran wahrscheinlich irgendwie. Kann das sein? Ja. Das ist ja irgendwie zu viel. Das ist klassisch. Zu viel Mikrofone. Das ist das Problem. Ja? Du lachst so, als würde ich Mist erzählen, Herr Ton. Man kennt das. Ey, warum rettet ihr mich nicht? Ich bin hier immer noch unter der Bahn. Ich versuche nochmal. In 20 Sekunden bin ich wieder da und dann setze ich nochmal einen Outpost. Ich will nicht sterben. Ja, das machen wir. Pass auf. Genau. Sonst gehen wir übers Discord. Das ist gut. Ey, das können wir machen. Lass uns probieren. Okay, geht mal von meinem Computer runter, bitte, ganz kurz. Danke. Ich würde einmal kurz checken, ob hier in den Windows-Einstellungen, ob das mit Audio funktioniert. Weil das hatte ich eben schon gecheckt, ich mach's nochmal. Hier, das wird dargestellt, das ist gut. Mein Mic wird dargestellt. Mehr braucht es doch eigentlich nicht. Warum geht's denn nicht mit Voice over IP? Weiß kein Mensch, ne? Regie, setz diesen Außenposten, machen wir das? Ja, kannst du. So. Da darf der. Nee. Oh, linke jetzt gehalten. Ah, okay. Da braucht man natürlich eine Uhr für. Okay, anscheinend. Schande über mein Haupt. Darf ich kurz fragen, Chat?
Also, liebe Mitspieler, habt ihr die Möglichkeit, auf diesem Server Voice-over-IP zu machen oder ist das vom Server geblockt? Das müsst ihr wissen. Denn ist unser Server. Was? Es kann sein, dass unser Server das nicht. Doch, die können reden. Ah, die anderen können reden, okay. Alles klar. Dann ist es nicht. Bei mir geht es. Okay, dann liegt es nicht an dem Server. Irgendwo ein Camper, der alle Leute einfach die ganze Zeit ausschaltet, oder? Will mich noch jemand retten? Nee, ne? Keine Ahnung, ich sehe dich nicht. Trink Schluck Wasser. Ab in den ersten Stock. Hammer. Super. Das hier Meter. Mal hier lang. Es läuft nicht unbedingt mega flüssig. Aber. Oh! Ein Problem wird halt sein, dass wenn wir halt. Hä? Wir können dann. Ich überlege gerade diese Discord-Version, ja, dass wir mit ein paar Leuten einen Squad machen. Aber es wird auch immer Hickhack sein mit reinziehen Schienen und so. Das klappt nicht, glaube ich. Wir sollen auf die linke Seite Richtung Südwest. Das ist doch mal eine Ansage. Ja. Wenn Nostradamus das sagt. Okay. Ist auch sehr laut. Manchmal höre ich das. Es gibt allerdings auch das Problem, dass wohl manche Server auch stressen. Einfach nur. Ah, jetzt. Okay, in 30 Sekunden sehe ich wieder drauf. Ihr braucht den Squad Voice eigentlich. Aber ich kann gar nicht joinen, ne? Und Dennis auch nicht. Gibt's da einen Workaround? Ach man, das ist ja schade. Ich hab's bei mir daheim getestet, da lief das alles wunderbar. Und jetzt hier installiert und das läuft nicht. Das macht mich ein bisschen traurig, Dennis. Ja. Weil reden ist so schön. Das stimmt schon, aber ganz ehrlich, ich find's trotzdem spaßig. Ist auch spaßig. Es ist sehr, sehr schwierig und wir lernen das Spiel ja auch erst kennen, ehrlich gesagt. Gestern ist das Ganze rausgekommen, heißt Hell Let Loose und wir sind die größten Noobs hier. Westlich des Urals. Das ist richtig. Ja. Ihr seid ein Online-Sender, seid flexibel, zieht euch Leute Discord. Okay, machen wir es so. Also, Wuschelnuss, Ekelpaket, Nostra. Okay, ich mache ein Discord, ich mach das. Du, mach das. Du kämpfst, ich mache. Ja, ich kämpfe. Ich mach Kommunikation, ja? Ja. Okay. Denn wir sind ein Online-Sender, Dennis. Hast du es gehört? Motiviert mich. Okay. Yes! Your place to talk and hang out! Dennis. Ich bin im Krieg, Krogi. Ja, sorry. Ich muss eben noch Discord installieren, weil wir cool sind gerade. Ich nehme mal Discord. Wir sind ja, wie sagtest du? Flexibel. Halten? Ah, ja. Mann, schießen. Meint ihr, es ist klug, wenn ich jetzt noch mal so. Okay, dann müsst ihr jetzt irgendwie auf meinen Discord-Server kommen und dann ziehe ich euch rein in den Sprachkanal. Anders kann ich es euch nicht. Anders krieg ich es gerade nicht hin auf die Schnelle. Ist das der Typ, den ich eben. Ist der gar nicht tot gewesen? Einloggen? Eingeloggt ist er. Warte, jetzt muss ich auch mal checken, ob es geht. Ist der da? Warte, Audio. Ja! Shit. Eingabegerät. Kurz. Check, check. 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 Er geht. Okay, alles klar. Dann. Da ist noch einer. Habt ihr das gesehen? Pass auf, jetzt zieh ich die Granate. Und? 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 Komm schon! Ah, ein bisschen zu dicht. Und noch. Ein Schwung! Und wieder zurück in die Deckung. Ha! Und? Oh. Was passiert? Erzähl! Erzähl! Was passiert? Sag schon! Was ist passiert? Ich hab's nicht gesehen. Was war? Ich glaube, ich habe einen Teamkill gemacht. Aber so einen richtig schönen. So einen richtig schönen. Der hat seine Körperteile verloren und alles. Habt ihr das gesehen? Das war ja mega. Wie schön der. Der war richtig gut, oder? Okay, da hinten fährt ein Panzer. Ich konnte nicht erkennen, was das für einer war. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt gar nicht, auf welcher Seite wir sind. Ich gucke nochmal, ob man das Spiel irgendwie fixen kann.
Okay, wir sind die Alliierten. Okay. Das heißt. Heißt das, es gibt auch ganz viele verschiedene Panzer und nicht nur Russen und Deutsche? Weil die haben wir bis jetzt ja nur gesehen. Mhm. Okay, ich sollte nicht immer so rumstehen, aber ich glaube, die haben den erwischt. Aber ganz ehrlich, so ein Teamkill, ne, das ist ja, gehört auch dazu. Und hier rüber, einmal. Ja, klar. Also könnt ihr euch mal einen anderen Server probieren, das steht ja auch nochmal, dass das was bringen könnte. Nein, ich sehe nicht irgendwo Deckung, irgendwo kommt das nicht. Wo sind die grünen Punkte? Ich dachte, ich kann nicht rein. Oh, ich glaube, ich werde schon. Ich kann nicht so richtig lokalisieren, wo das herkommt. So, also 3D-Soundmäßig. Finde ich schwierig. Oh. Ah, ich komme mit dem Panzer, ja? Nicht hören. Da, komm, wir fahren Panzer. Oh, ja, wunderschön. Ich komme sofort. Warum kann ich nicht rein? Achso, weil ich nicht in der Panzerdivision bin, oder was? Oh, na klar. Ernsthaft? Ja. Och, Mann, ey. Ist ja so realistisch und so. Das hat ja nichts mit Realismus zu tun, dass du auf einmal nicht in den Panzer steigen kannst. Doch. Gegenteil wäre der Fall. So, bist du auch schon da? Ich warte noch eben auf dich. Nee, ich muss gerade neu spawnen. Fahr ruhig schon mal los. Wieso werde ich denn bestraft für den geilsten Teamkill ever in diesem Spiel? Ganz ehrlich, ich sollte eine Auszeichnung kriegen. Das ist einfach nur realistisch. Und ich werde für Realismus und realistisches Verhalten in einem Spiel, das realistisch sein will, bestraft. Das ist mega unrealistisch. So nämlich. Aber ich hätte es. Ah, Mann, ich werde es mir reinziehen. Du hast so viel Spaß gehabt, das muss gut gewesen sein. Ich komme nicht rüber. Ey, das war wirklich mega. Wenn du das gesehen hättest, das war ein Bilderbuch nicht. Komm rein hier! Jetzt komme ich. Und ich spawne. Oh, wir verlieren. Ach so, wir verlieren. Ja. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Oh, hier ist ein Panzer. Ja, du hast recht. Da darf man nicht rein, sagst du. Ach so. Nee. Schöner ist es. Wir fahren direkt rein. 34. Darf nicht rein da. Fahren direkt vorne rein. Supplies. Supplies, da ist der Drop. Ab zum Drop. Weiß halt auch nicht, wo fängt denn der Krieg an und wo nicht. Muss man wo vorsichtig ist. Was hast du gemacht? Okay, hast du einen erwischt? Ja, Mann. Oh, wir sind die Besten, ja. Ganz ehrlich. F, Leute. Mega. F, ja. Und ich habe mich zu sehr darüber gefreut, dann wurde ich natürlich umgebracht. Aber war toll. War ein tolles Gefühl. Kann mir einer hier mal hochhelfen? Super, da kommen die Fs, dankeschön. So, hier durch den Zaun und gleich bin ich. Der Feind hat die Eroberung eines. Aha. Mann, Sergeant Tigram, das läuft hier einfach nicht mit Voice-over-IP. Wir haben es doch getestet. Guck mal, ein antikes Internetcafé. Das ist doch gerade jetzt blöd. Das Spiel macht Bock, aber wir müssen es nur so halten. Das ist gerade der Knackpunkt. Ich bin gerade drin. Hast du das mit dem Server? Oder ja, klappt also, das nicht? Also Discord können wir machen, aber ich glaube, die meisten haben keinen Bock auf Discord zu gehen. Und das verstehe ich. Dementsprechend. Wo bin ich? Irgendwo im Ruden oder was? Scheiße, ich bin in der feindlichen Linie, Krui. Wo geht's denn hier rein? Ich meine, Ekelpaket Nostra. Da ist. B-Boy, wenn ihr Bock habt, kommt gerne ins Discord rein, dann können wir miteinander quatschen. Aber die Runde ist eh gleich vorbei. Dann können wir auch einen anderen Server ausprobieren. Vielleicht klappt's da. Ja, sollten wir auch machen, um ein neues Squad aufzumachen. Vielleicht sind das noch bessere Pro-Gamer. Fabi, pass auf. Das Problem ist nicht der Funk. Das Problem ist, dass wir nicht connecten können mit Voice-over-IP. Weißt du? Es geht nicht darum, dass wir nicht die Tasten finden, um zu kommunizieren, sondern unsere Voice-over-IP-Verbindung wird nicht hergestellt. Das heißt, wir können gar nicht irgendwas drücken. Es funktioniert einfach nicht. Und warum das so ist, das haben wohl mehrere Leute laut Internet. Ich habe gerade mal gegoogelt. Du kannst entweder den Server wechseln, das könnte was bringen. Machen wir gleich, oder? Machen wir gleich.
Habe ich gedisst? Was habe ich gedisst? Hab ich einen guten Diss gemacht? Krogi, ging Voice over IP jemals bei euch? Daheim ja. Again. Wir haben es ja noch nicht gespielt. Aber wird schon. Weeks, ich glaube, V wäre zum Sprechen. Genau. Aufgrund der Tatsache, dass wir über niemanden hören, gehen wir irgendwie davon aus, dass es nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass der V dann noch hilft. Und wir haben es schon oft probiert. So ist es. Deswegen warten wir gerade, bis wir wieder drin sind und den Server wechseln können und gucken, ob es da dann probiert. Funktioniert. Voice over IP in Steam aktiviert. Das ist ein guter Punkt. Das können wir nochmal gucken. Das klingt gut. Das ist wirklich ein. Das ist eine. Da, wer hat das geschrieben? Michi57 kriegt erstmal 3 Sterne. Wie geht das? Das ist ganz kryptisch. Das machst du. Oh, warte mal, Freunde, glaube ich. Freunde, dann da die Option. Chat. Das war ganz. Sprachchat. Musik. Ja. Hallo? Hallo, ich höre mich. Hallo, ich höre mich. Hallo, ich höre mich. Ja, geht. Das geht. Wie ist denn das jetzt gemacht? Du gehst in die zu den Freunden. Zu meiner Freundeinstellung. Da. Ja. Was und dann da. Ja, geh mal. Ja, dann Sprachchat. Links da in den. Ja. Und dann suchst du da Gerät zur Spracheingabe. Dann nimmst du. Ja, okay, verstehe. Ja. Okay. Mikrofon, ich höre mich selber jetzt. Ja. Das heißt, so ist gut, oder? Ja, eigentlich schon. Also, wieso funktioniert es denn nicht im Spiel? Weiß ich nicht. Nee, funktioniert alles, Leute. Wenn wir das hier testen, ist alles top im Steam. Aber ist sogar auf Art der Übertragung offenes Mikrofon. Also, es müsste die ganze Zeit offen sein. Ja. Aber irgendwann klappt nicht. Kann man auch mal aufgeben und sagen, komm, wir spielen jetzt trotzdem. Ich will nämlich den nächsten Level sehen. Wir waren jetzt in Stalingrad. Wir waren, glaube ich, Kursk oder... Hm? Oder hatten wir das vor der Sendung? Du, dann nehmen wir aber einen anderen Server, weil dann nehmen wir keinen russischen Server. Der Westfalen-Server ist dir zu russisch? Tatsächlich ist es ein russischer Server. Ja, 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 stimmt, da stand irgendwas mit Russen, ne? Ja, aber wieso haben die Russen denn so einen guten Ping, den besten? Das weiß ich, aber lass mal rausgehen. Also, wie kommst du darauf, dass der russisch ist? Erstens hat er einen guten Ping, zweitens hieß der Westfalen und nur Punkt weil der. RU. Nee, das stand RUS und das steht bestimmt für rustikal oder. Rußhaltig. Und diese kyrillischen Zeichen haben mich auch irgendwie. Waren da Kyrillisch? Jo. Aber wie kannst du bitte nach Moskau einen Achterping haben? Ich weiß es nicht, vielleicht ist es eine gute Leitung. Das sind russische Spione. Du meinst, ja, Heinrichstraße haben die einen Server aufgemacht. Ja, direkt hier. Das kann sein. Da sitzt gerade einer, der ist wahrscheinlich das Klo, was seit einem Monat abgeschlossen ist. Da ist gar keiner drauf, da sitzt ein russischer Spion drauf und tippt die ganze Zeit mit. Das kann sein. So. Hier, was ist mit Europe? Europe 16. Ist der auch russisch? Hier, Mic on. Mixed Maps, Mic on. Was ist hier? Ehrengarde. Ehrengarde. Okay, warte, das hätten wir. Gib mal Ehrengarde ein. Ich bin zu doof. Ja, komm mal, geh mal in Ehrengarde. Ich bin Ehrengarde. Da sind auch 0 Spieler, das heißt, momentan können wir noch gegeneinander spielen. Sehr gut. Bin gespannt. Ehrengarde. Kursk. Und, bei vielen Games darf man nicht mit Russen sprechen, was? Jetzt will ich aber die Sowjetunion sein. Quatsch. So, lad mal fertig hier. Ich bin jetzt in der Sowjetunion. Och, wie schön. Guck mal. Ich bin jetzt einfach Infanterie. Sind wir Sowjets? Ja. Okay. Ich bin auch Infanterie. Ich komm, du bist able, ne? Ja. Gesperrt. Warum habe ich die gesperrt? Warte mal, raus da. Nochmal, Infanterie. Infanterieeinheit. Able, ja. Okay. Ja, gut, dann geht's jetzt rein. Spawnpunkt 1. Wir gehen jetzt in den Krieg, zu zweit. Boah, ich nehme mir Maschinengewehr mit. Hammer. Wohin? 1, 2 oder 3? 1. Und los. Und, ja, sorry, ich hab wieder so. Manchmal habe ich so Aussätze am Kopf, weißt du? Dann passt, dann sind einfach so kleine Blümchen und Vögelchen und alles ist so schön. Ja, ja, kenn ich. Und dann werde ich wach und weiß, was hast du denn da für ein Diskurs? Das ist die Raumschiff Enterprise-Kanone, kennst du die, ne? Die ist ja lecker. Ja, die kann die Untertassensektion oben abspalten und dann ist alles in Sicherheit. Wollt ihr nicht sehen? Weiß nicht, ob die nicht sehen wollen, keine Ahnung, aber Dennis macht das ganz gut. Okay. Jetzt gehe ich wieder auf die Option. Verbinden. Und? Oh, Panzerkerne, und? Mega cool. Und? Klappt es? Und? Klappt Voice over IP?
Das ist cool, ich versuch den nochmal. Nein. Auf jeden Fall ist da die Voice-Funktion deaktiviert. Da stand doch drin mit Mic on. Das ist Quatsch. Ich probier's nochmal, was passiert. Könnt ihr mal einmal auf meinen Bildschirm gehen, bitte? Dass man auch sehen kann. Guck mal, siehst du, er verbindet sich, es klappt nicht. Seht ihr das? Das klappt nicht. Nichts klappt hier. Hast du mich überfahren, ja? Ja, schade, dass ihr das nicht gesehen habt. Da kommen wir jetzt bei Denzel drauf. Naja. Ja, jetzt. Verbinden damals. Okay, ewig kennt. Weiß nicht, ob immer das. Wir können nicht alles zeigen. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Wollen wir ein Spiel? Ja, dachte ich auch. Okay, aber komm, wir haben ein paar Leute in unserer Division, das ist gut. Spielen wir mal mit denen. Aber es ist nicht ein typisches Firewalling. Ist egal. Ich komme. Geh doch mal bei Dennis drauf. Was hat der hier angepflanzt? Guck mal, der hat hier direkt so eine Handgranatenmine aufgebaut. Siehst du was, Dennis? Guck mal, so eine Stolpermine. Das ist ein mieses Schwein. Direkt hier im Eingangsbereich. Wo? Ja, hier, guck mal. Da, wo wir langlaufen sollen. Ach was, ey? Ja. Wir haben Deserteure im Team. Deserteure machen andere Dinge. Ja? Aber wieso, wenn die uns selber umbringen wollen? Das sind Saboteure, glaube ich. Ja? Weiß nicht, ey. Hauptsache, die machen irgendeinen Tür. Irgendeinen Tür. Dem Tür ist nicht zu schwören. Tür. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Mach doch mal hier so ein Kartendingsi. Ja, wer ist denn jetzt hier der Schlaue? Hier. Ich war eben der Schlaue. Dahin jetzt. Bewegen nach grün. Komm, ich steig hier hinten ein. Ja, ich auch. Sehr gut. Irgendwer. Oh ne, ich bin vorne eingestiegen. Bist du vorne eingestiegen? Ich bin vorne. Eigentlich bin ich hinten eingestiegen, aber ich bin hier plötzlich vorne. Ich stelle mich hier vorne drauf. Das wird tödlich. Das guck, wird ich tödlich. Guck euch an. Ich guck euch an. Gib Gas. Okay. Alter, der fährt schlechter als jetzt ich. Jetzt fahr. Du sollst fahren. Ich hab gesagt, du sollst fahren. Mach keine Späße, jetzt fahr. Okay, ich bin tot. Sehr gut. Abgeschossen? Das ist doch gelogen, du wurdest überfahren. Ja, das ist korrekt. So, guck mal, wir fahren schön. Ihr habt ja dann lass doch mal den hübschen Bildschirm also zeigen. Denke, ja, jetzt genau. Zurück weiter, ja. Nein, ich möchte keinen bestrafen. Was ist los? Was machst du hier? Wenden in drei Zügen oder was? Die Rache für die Granate. Wie, du fährst in die falsche Richtung? Bist du einer hier von Krogis Deserteuren, oder was? Nee, Saboteure. Wahrscheinlich, ja. Der fährt original an Kartenrand. Okay, ich steige aus. Ich komme zu euch. Ich bin tot. Beim Aussteigen gestorben. Nostradamus hat mich schon wieder abgeschossen. Nostradamus, ich glaube, du wirst gebannt. Wollen wir Nostradamus bannen? Nein, aber wir bestrafen ihn natürlich nicht. Aber was dann? Aber wir arbeiten weiter daran. Ey, wenn man Nostradamus bannt, ja? Hat man per se eine bessere Zukunft oder eine schlechtere? Ich glaube, Nostradamus ist bestimmt der Beste hier, weil der über wenigstens weiß, wie man mit dem Auto fährt. Ja, aber ist doch der Prophet, ach, oder? Ja, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Ja, da waren die Vögelchen. Ja. Ich kenn das auch. Du erzählst ja auch. Zack, das ist ja auch manchmal. Ja, ja. Cheap, cheap, cheap. Ja, genau, cheap, cheap. Oh, das sieht aber auch cool aus hier. Alter Schwede. Also dieses Dickicht, ne? Das kommt ja voll an Kingdom Come Deliverance ran hier. Ja, das sieht schön aus, ja. Ja. Ihr wollt das ja, jetzt sehen, müssen wir, ne? Jetzt müssen wir zu Fuß gehen. Was ist da los? Ich weiß nicht. Dennis zeigt dir Dinge, Leute. Ich weiß nicht. Das ist der andere Rechner. Super gut, dankeschön. Dennis, du musst vielleicht einfach mehr coole Aktionen bringen. Offensichtlich. Bist du eher so ein B-Boy oder so ein Fly-Girl? Ich bin, Okay. B-Boys ist Breakdance, oder? Ja, ich schätze schon.
Kannst du Breakdancen? Hast du mal Breakdancen gemacht? Warst du mal im Breakdance? Was glaubst du? Du, Kruge, ganz ehrlich, du hast wahrscheinlich den Dualkurs im Breakdancen parallel Schlagzeugen gemacht oder so. Breakdancen und Armbrust. Und Armbrust. Nee, habe ich nicht gemacht, aber ich fand's immer richtig geil. Aber bei uns war Breakdancen den Griechen vorbehalten. Also wirklich alle Griechen in Quakenburg haben Breakdance gemacht. Also genau, so war es eigentlich. Und sonst war da keiner, aber die waren richtig gut. Ihr werdet beschossen! Ja, Wo sind sie? Ich glaube, das waren Deserteure. Wo sind sie? Wie komme ich in Discord? Ja, okay. Soon, gib mal Nostradamus einen Discord-Link, bitte. Ich krieg das nicht. Wie, mehr ist da nicht drin? Jammer's. Guck mal, B-Boy, fang mal an zu Soon breaken. Das war Soon Discord. Kann man looten? Dann gehst du in den Sprachkanal, ich zieh dich rein. Mit Nostradamus haben wir gleich hier mit Ton. Get up, B-Boy. Kriegst einmal das Schaufel. Dass ich hier nicht getroffen habe. Ja, aber Krieg ist ja auch manchmal warten, oder? Ist nicht Krieg auch manchmal einfach so abhängen, so ein bisschen? Kommt drauf an, was du für ein Ticket gekauft hast. Das Warteticket habe ich gekauft. Ja, Fastpass. Boah, hier sind auch super. Guck mal, da hinten bin ich, ne? Guck mal, da gucke ich. Ganz und nicht mal in der feindlichen Linie. Da hinten hocke ich da. Wir sind hier noch im Blauen, ja? Wir müssen weiter hier zu dem roten Kram hier. Ja, das nehmen wir ein. Da sind Mühlen. Da sind drei Mühlen. Soon, danke dir. Ach komm, alles klar. Aber du musst genauso heißen wie im Spiel. Sonst zieh ich dich nicht rein. Hier, warte, Discord. Ja, sehr gut. Die steht hier einfach in seinem Graben. Mhm. Rücken wir mal weiter vor, Richtung rote Linie. Was haben wir denn alles dabei? Eine Pistole, ein Hammer, um ein bisschen Musik zu machen. Nee, ich darf... Finde einen Bauplan und halte nach Aufforderung, linke Maustaste. Ich muss erst nach Aufforderung darf ich den Hammer benutzen. Dann habe ich hier ein schönes Health Kit und eine Buddelschaufel. Und die darf ich jetzt... Alter, hat die da einen Dent reingemacht? Wow, das sieht aber cool aus. Ganz schön krasse Schaufel. Das ist also ein Topf mal eben. Ah, ah! Komm her, du! Was willst du? Was willst du? Ich hab ne Schaufel! Aua! 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 Ach, heul nicht rum! Verletzt du dich! Aua! Aua! Lass den Arm Kessel in Ruhe. Willst du lieber mit Mama? Aua! Mal, guck dir meine Hände an! Guck mal meine Hände an! Komm her, ich hab Mama! Was du mit den Händen gemacht hast! Dieses Schwein, ey. Sie sind auch wieder gut, deine Hände. Ja. Gut. So, was geht ab? Bauen RMB. Ich glaube, da vorne ist der Krieg. Ich habe eben auf die Map geguckt und die hat das bestätigt. Bauen RMB, Außenposten. Hier ist ein Außenposten. Unser Außenposten ist hier. Sehr gut. Nie einen besseren Außenposten gesehen. Danke. Komm, guck, lass mal laufen. Steh hier nicht mit dem Fernglas genau mitten auf dem Feld. Wie ich mir diesen Rauch am Horizont die ganze Zeit angucken kann. Ich habe was gepinkt, siehst du das? Nö. Auf der Map. Da, doch. Klar, guck mal nach rechts. Das kleine rote Ding, ja, das habe ich gemacht. Das sah aus wie Vorfahrt 8. Ja, das habe ich gemacht. Stimmt. Wirklich. Was heißt das? Vorfahrt 8 jetzt. Vorfahrt 8 davon. Ist noch hinter mir, ne? Ich habe einen Respawn-Punkt gesetzt und bin nirgendwo. Einfach nur. Weißt du, das ist nicht das Nirgendwo. Wir sind da, also es ist vorne. Wo sind eigentlich unsere ganzen Teamkollegen, ja, die wir im Internet rekrutiert haben? Die haben Kriegsspaß. Die spielen wahrscheinlich vorne und wir sind voll Dullis hier hinten. Ja. Sag mal, laufen wir wirklich richtig oder? Ja. Shit, nee, wir sind hier oben. Ja, sag ich doch. Und da wollen wir hin, zum Ping. Ach so, nee, komm mal beim Ping. Ich dachte, wir sind hier unten und wollen dahin, aber wir sind hier... Da müssen wir erst hin, zum Ping halt. Ach so. Deswegen ping ich da mal ein Ausrufezeichen. Ja, ping die Ding. Hast du einen Hammer dabei? Mal. Zeig mal. Den Hammer denn? Sofort. Quick. In meinem Quickslot habe ich den. Quickslot-Hammer. Ich habe einen Schaufel dabei. Guck mal. Sehr gut. Mit Schaufel läuft man am schnellsten. Ist so, ne? Ja. Der also, Trick ist dabei, immer noch hoch und runter zu gucken. Yes. Wie beim echten Laufen. Soll ich dann ausposten? Mach das mal. Wie sieht das aus? Warte. Hoch und runter. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Mit der Schaufel. Warte, Schaufel. Jetzt mach mal Schaufel. Mit der Schaufel, genau. Nee, geht nicht. Macht gar nichts. Bleib mal stehen. Ach Mist, geht ja nicht. Wenn wir einen Außenposten bauen, ja, ne? Ja, bau nochmal einen Außenposten. In gleichmäßigen Abständen am besten.
Ist doch der perfekte, er schreit nach Außenposten hier. Ja. Da sind die drei Mühlen. Weißt du, wie man die benutzt? Die drei Mühlen? Nee. Ich auch nicht. Ah, da, Ausrufezeichen, Achtung, da kommen sie. Ja, da kommen sie, sehr vorsichtig. Am besten laufen wir genau in der Mitte über das offene Feld. Ja. Aber ich weiß noch nicht, was wir sonst machen. Ja, wo sollen wir hin? Wir sind voll durch. Ja, komm, einfach laufen. Laufen, auf zur Mühle. Was soll passieren? Der Müller schießt auf uns, oder was? Es klappert die Mühle. Der ist vor uns. Vor uns. Da ist er. Scheiße, wie duckt man sich? Duckt. Das ist Zielen? Scheiße, ich muss... Der Ping, wo ist der? Ich sehe nicht mehr. Wie lege ich mich hin? Dennis, wo ist der Ping im Mittel? Wie pinkt man? Da! Ping. Wir werden abgeknallt. Ja, wie lege ich mich hin, verdammt, du Scheiß? Wir werden abgeknallt. Okay, wie legt man sich hin? Mann, wir müssen jetzt raus. Welche Taste ist hier nicht? Z. Z, da oben, willst du mich verarschen? Ich hab richtig langsam geantwortet, oder? Ich hab richtig langsam geantwortet. Ja. Das war richtig scheiße von mir. Ja, es ist ein Y, deswegen ist es so weit weg. Ich hab das hier. Guck mal, ich krieg lange auf die Mühe zu. Du bist mich durch den Punkt. Du bist da, ja. Aber ich bin unsichtbar. Keiner weiß, wo wir sind. Das ist ein Snipey. Da war einer. Alter, dieser Sound. Alter, die wollen direkt auf uns. Alter, Krogi. Wir werden bebombt, Digi. Aber die haben uns verfehlt. Also ich bin offensichtlich bombensicher. Die haben uns verfehlt. Nullen. Ballerst du? Nee. Der ballert denn da. Nee. Die haben uns verfehlt. Jesus, als Idioten sind. Du gepinkt? Sehr gut. Ich hab nicht gepinkt. Beeper war's. Aber da im Feld. Direkt da. Pingi, da. Ich glaube, ich habe einen. Das gibt's ja gar nicht. Geil, das ist geil. Das gibt's ja gar nicht. Hat doch Bock gemacht. Das war Hammer. Ich habe den voll umgemäht. Habt ihr das gesehen? Ich soll einen Outpost setzen. Mach ich. Oh. Ist gesetzt, geil, bevor ich gestorben bin. Hammer. Sehr gut. Da sind noch mehr. Ping die bitte. Ping die. Ja, okay. Da ist einer. So, Waffe einsetzen. Und jetzt geht's los hier. Scheiße, jetzt haben die Rauch gemacht, willst du mich? Super, Krogi, danke. Ja, Mann. Komm in Discord jetzt, wir wollen reden. Was ist denn? Komm da jetzt rein, der Club ist auf. Ach, come on. Bist du down? Hast ja, du weil irgendwie... Ich hab mich auf den Boden gelegt und das hat die ganze Zeit irgendwie rumgehakelt und... Da liege ich. Da links. Und von da bin ich auch. Ja, genau. Sehr früh. Alter, wie gut die aussehen, diese. Bist du down? Ja, ich bin das da. Genau. Kann ich dich helfen? Ah! Das hat mich gebissen! Ja. Das hat mich so gebissen. Schade. Ey, wer will 10.000 Euro im Monat? Kommt in meine WhatsApp-Gruppe. Jetzt aber. Kommt er jetzt rein. Kommt er jetzt sofort rein. Ich will mich nicht versetzen lassen. Du kannst doch geborgen werden. Kommt nur keiner hin, ne? Ja, wo ist mein Outpost? Da. Ja, weil ich noch warten. Außenpost. Wir spawnen mal neu. Wir spawnen mal beide neu. Ja, beim Outpost. Genau. Welcher Outpost? Nummer? Hier, Außenpost, okay. Spawnpunkt 1, den ich da gesetzt habe. Okay. Die Uhr. An der großen Uhr treffen wir uns. Was ist das eigentlich für eine Map? Wie heißt die? War das Kursk? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Nee, Kursk ist ja mehr so. Oh, runter. Direkt runter. Ich glaube, ich habe den Spawnpunkt nicht gut gesetzt. Die sehen uns sofort. Die haben unseren Spawnpunkt entdeckt. Echt? Ja. Schweinerei, dann spawn ich vielleicht nicht bei unserem Spawnpunkt. Oder was meinst du? Weiß nicht. Okay, dann ich spawn bei Spawnpunkt 2. Was abgeht. Und zack. Bei Dennis geht's ab übrigens. Ja. Pass auf, ich bleib noch liegen, weil irgendjemand kann mich schon retten. Wie du. Nee, das dauert zu lange. Ich bin hier ganz oben gespawnt noch. Das ja, aber sind doch andere Leute, die können das doch, oder? Das ist Kursk, ne?
Kann sein. Ich gehe mal kurz in Discord. Versuch mal. Wo steht denn das? Um einen Boy zu haben. Ja, da steht. Rageman. Ey, Rageman. Rageman, bist du da? Rageman. Rageman, Rageman. And the Star Sheriff. And the Sky. Rageman. Rageman, hörst du mich? Oh, ein Teppich. Ich weiß nicht. Ich bin im Busch. Wer ist hinter mir? Du bist das B-Boy. Sehr gut, machst du das. Ich hab Rageman im Discord. Sehr gut. Panzerende wurde verloren. Ah. Na dann. Da einer. Warum? Den kann ich aber auch nicht aus der Hüfte, ne? Das Teil muss man aufbocken. Ich glaube, Nostradamus. Ach, Rageman ist downloaded gerade. Okay, spielt gleich mit. Alles klar. Nostradamus, du warst noch nicht im. Kann ich's nicht lesen, du warst noch nicht im Talk. Du musst doch in so einen Sprachchat reingehen, dann zieh ich dich runter. Alles klar. Sups! So, wo spawnen wir? Wir haben nicht mehr viel. In den mittleren bin ich gespawnt. Okay. Und drücke langsam vor zu den Mühlen wieder. Ich hol mir die Mühlen. Nee, Nostradamus, du bist nicht im Wartezimmer. Du musst zweimal draufdrücken, dann kann ich dich sehen. Zweimal aufs Wartezimmer, dann kann ich dich runterziehen. Du musst da richtig rein. Nostradamus ist noch bist du nicht drin. Auch am Start. Auch am Start. Ich lauf übers Feld wie ein Haas. Dupdi, dupdi. Idi. Und ab in den Busch. So. Und jetzt fühle ich mich wie ein Taco. Da seid ihr alle hinter mir. Ich bin wieder der Pionier hier vorne, oder was? Okay, pass auf. Ich bin hier, falls ihr das X seht. Ach nee, ihr seht ja eh mein grünes Ding. Ja. Und jetzt kommt irgendwo... Oh! Scheiße, auf welcher Seite sind wir? Wir sind Verbündete. Sehr gut. Nope, keiner wartet immer. Ich kann nicht einsteigen. Du kannst nicht einsteigen. Weiß nicht. Was ist das für eine Schweinerei? Kann ich den... Ey, mach mal auf! Komm mal raus oben, ich will dich sehen! Oh! Oh. Okay, sehr gut, sehr gut. Nochmal! Sehr gut. Hammer! Hammer! Sehr gut! Boah, wie cool das aussieht. Nostradamus. Er sitzt da drin. Maxony. Sehr gut, Maxony. Oh, warte, ich mach dich mal lauter. Ich hab Nostradamus jetzt hier. So, geil. Jetzt höre ich dich. Sag mal was. Hallo. Hallo. Ja, Leute, wir haben Dennis, du kannst gerade nicht hören. Ich muss das dann mal klar machen, wenn wir noch eine Werbung machen oder so. Dann kann ich das mal einrichten. Aber Nostradamus ist schon mal da. Geil. Okay. Okay, pass auf. Sonst ist es so mal Nostradamus. Du sagst einmal, was wir machen. Und ich geb's Dennis weiter. Okay. Aber du bist jetzt. Sag ihn mal, ob er Ahnung hat. Du bist im Stream zu hören. Hast du schon länger gespielt, das Spiel? Hast du einen Plan? Immer mal wieder im Early Access. So, immer mal wieder im Early Access. Ah, das heißt, du spielst schon, bevor es jetzt hier rauskommt. Genau, das meine ich mit diesem. Ja, mega. Zeit. Ja, genau. Ah, okay, krass. Okay, Nostradamus, ich folge dir jetzt einfach mal. Ja, wir sind nicht viele Spieler, also werden wir jetzt einfach hierher rennen. Wir sind nicht viele Spieler, Dennis? Wir sind nicht viele oder nee. Hier sind nicht viele? Hast du einen guten Server sonst, wo wir gleich mal hingehen können? Für eine größere Runde. Kommt auf Edelgarde Deutschland Mixed Maps plus German plus Mike on. Sucht einfach nach Ehrengarde. Ja, warum das mit diesem Voice-Over IP nicht klappt, ist wirklich überraschend. Das ist wirklich blöd. Kann viele Gründe haben. Okay. Du, ich glaube. Hier sind wirklich nicht viele Spieler drauf, deswegen laufe ich jetzt einfach mal zum Ziel, weil ich glaube, ich verstecke mich die ganze Zeit vor den Nicht-Existenten. Ja, ne? Hier, ne? Kann das sein? Hier ist nicht viel los. Wobei, wir sind ja trotzdem eben gestorben. Das ist richtig. Boah, und das explodiert schon wieder. Okay, Nostradamus, ich folge dir. Da fährt ein Fahrzeug. Cool. Ich würde direkt einsteigen und Krogmann hätten. Ja, mach doch. Hardcore. Cool. Aber da musst du mir etwas finden. Das wird das Schwierige sein. Ich glaube, Krugi steht eher als Frauen, oder? Mist, eigentlich müssen wir nochmal zurück und
an den Outpost setzen. Also du, weil du Offizier bist. Kann ich doch hier machen, oder? Nee, ich glaube nicht. Doch, kann ich. Soll ich? Ja, dann mach. Okay, Dennis, ich werde einen Outpost setzen. Das war gerade nochmal wichtig von Nostradamus gesagt. Weil ich bin jetzt gerade der Offizier. Outpost ist gesetzt. Easy. Und down. Oh, sorry. Ah ja. Ganz ehrlich, das wollte ich nicht. Ich wollte nur Quatsch machen. Und du warst halt, ich meine, siehst du, wo ihr seid? Und ich habe dich mit der Pistole gewonshottet. Das ist ja... Nostradamus, ich wurde gerade von Dennis getötet. Aber ich gönne ihm das. Ey, es tut mir echt leid. Ich wollte einfach nur Quatsch machen. Ich wollte nur in die Richtung und... Ich bestraf dich nicht, kein Problem. Ah, ja, ich weiß, aber sorry, aber es war mega dumm. Ich wollte das echt gerade nicht. Aber ich habe da einen Outpost gesetzt. Ich kann da direkt hin. Aber es ist echt trotzdem gute Schussskills. Ja, das war irgendwie komisch. So, okay, pass auf, dann überlegen wir jetzt mal, wie wir hier einen Server kriegen mit mehr Leuten. Und dann packe ich dir auch mal Discord drauf, dass du auch noch so Damos hörst. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und wir machen mal eine kurze Werbeunterbrechung. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, cool. Cool. Was? Hast du wirklich viele Gummibärchen gegessen? Ja, viele haben wir. Es hat ganz viele Gummibärchen gegessen. Das übrigens, hast du mitgekriegt, wir haben uns wieder säckeweise von diesen Keksen geschickt mit Schokolade. Was? Diese Kekse, weißt du? Welche Kekse? Bruchkekse? Hört ihr mich jetzt? Da hat sich wohl irgendwas verstellt. Ich habe eigentlich nichts angefasst. Was für Kekse? Nee, da wollte ich mich noch bedanken, weil irgendwer hat Weg. Weiß ich nicht. Irgendwer hat uns nämlich Kekse geschickt, säckeweise. Hast du das mitgekriegt, diese Schokokekse? Nee. Ich glaube von Leibniz. Ach, diese mit den Zehen? Genau. Das sind so, ich glaube, die runterfallen, werden ja nicht weggeschmissen, weil es ja trotzdem noch. Bruch, genau. Ich glaube, das Wort, seit 2 Tagen suche ich das. Danke. Keksbruch. Ja, Keksbruch. Okay. Genau, erbrochen. und ich mampf die momentan nur. Das wollte ich nur sagen. Wirklich? Weil ich so einen ganzen Sack gesnackt habe. Und den schon halb aufgegessen hab. Wer zur Hölle? Weil das ist schon das 2. Mal passiert mindestens. Das passiert häufiger, dass diese Säcke geliefert werden. Ich glaube, da arbeitet jemand. Ich glaube auch. Und ich wollte einfach nur mal Danke sagen, weil die mich die letzten Tage gerettet haben. Oh, das ist gut. Also danke an dieser Stelle. Finde ich sehr schön. Ja. Ton ist da. Wir sind weiter am... Komm, wir suchen noch mal einen Server. Ich habe hier gerade noch... Ich habe zumindest... Pass auf. Die kannst du jetzt wahrscheinlich nicht hören, denn das ist ein bisschen blöd. Aber ich einmal kurz vorstellen für die Gruppe. Ja. Ich habe hier einmal B-Boy am Start. Hallo B-Boy, kannst du uns hören? B-Boy. Lieber Junge! Ja. ich bin da. Geil. Dann habe ich Nostradanus da, also Nostra. Hallo. Und Rageman. Ja, servus. Und MXNY. Dann ist die Gruppe doch voll. Hallo, grüß dich. Moin zusammen. Moin zusammen. Oh. Oh, sagt er. Dennis, du hörst das ja, alle nicht. Drei gehört. Das ist ja der Hammer. Ich höre das nämlich jetzt auch über die Boxen. Dann. Ehrlich jetzt? Ja, ich habe doch gerade irgendwas gehört von da. Ja? Ich weiß nicht, irgendwoher kam, oder ich bild mir das ein. Komm, lass starten, wir haben nicht mehr ewig. Alles da. Dann wer von euch ist der Schlauste? Ihr sagt schon, wer ist der Schlauste von euch? Wer hat das schon länger als 1 Monat gespielt? Ich, auf jeden Fall. Okay, wer ist ich? Mexani. Mexani. Mexani ist unser Kommandant. Okay, Mexani ist der Kommandant. Dann, wo treffen wir uns? An neuer Server oder was? Oder machen wir weiter? Weil hier ist nichts los. Ja, neuer Server. Neuer Server, würde ich sagen. Okay, wir treffen uns auf einem anderen Server. Ich finde das immer schön, wenn wir mit der Community was machen. Das gefällt mir. Ja. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr wirklich jetzt auch Bock habt, mitzuquatschen und mitzumachen. Tut uns leid, dass die Voice-over-IP-Geschichte gerade hier nicht funzt, aber so ist zumindest ein kleiner Workaround. Ist doch ganz gut. Okay, was haltet ihr davon, wenn wir auf den Server gehen, der 25 Leute drauf hat? Ja, du meinst Server 2? Und das, ihr sucht einfach nach WTH. WTH Server 2. Server 2, würde ich dann auch sagen. WTH Server 2. Bin am Verbinden. Habt ihr es gehört? Jungs? Ja. Sehr gut. Ja. Oh ja, perfekt. Ja, jetzt stimmt. Du bist ja die Kommunikations... Ja, aber sie hören dich auch hier über alles. Ah ja, okay. Alles einfach ein bisschen mehr Dampf rein, dann haben wir schon. Okay. Und dann macht... Unser Captain Max macht ein Ding auf. Ja. Dann nenne mich einfach Max. Max, okay. Okay, welche Seite? Sowjetunion oder Deutschland? Sag schon. Max entscheidet. Du musst alles entscheiden jetzt. Wir nehmen mal die Russen.
Russen, okay. Okay. Alles klar. Wichtig ist, dass wir Sechsen alle auf der gleichen Seite kämpfen. Das ist okay, wichtig. Perfekt. Könnte ein bisschen dauern, bis das für alle auf ist. Funktioniert. Okay, ja, das kennen wir. Teams immer angeglichen werden. Ja, aber kriegen wir schon hin. Sind schon ein paar drin? Russische Seite? Ah, ja. Sehr gut. Ja, du machst wahrscheinlich gerade gleich so einen Club auf hier und dann sagst du Bescheid. Genau. Du machst wahrscheinlich was auf. Was für eine Einheit spielst du am liebsten? Eigentlich Sturmangriff. Ja, dann machen wir das. Sturmangriff ist doch genau. Gibt's doch gar nicht. Ich sehe hier Infanterie, Panzerung, Aufklärung. Wieso spielst du Sturmangriff? Was ist denn da das schon wieder los? Das ist eine Rolle in der Infanterie. Ah, okay. Infanterie? Ja. Okay. Hast du schon eine aufgemacht? Nee, ich bin noch nicht auf der Seite. So, ah ja, jetzt, okay. WTH. Ich glaube, so, er meint ich das. Ich habe jetzt die Easy. Easy Company. Easy. Easy. Join Easy. Erlaubnis verbitten. Ich weiß nicht, glaube ich. Ich wurde eingeladen, yes. Ich glaube, ich bin drin. Nee. Ich bin drin, glaube ich, ja. Sehr gut, Rolle. Oh, guck mal. Also dieses Maschinengewehrteil, Sturmangreif. Das hat ja gar nicht funktioniert. Panzerabwehr haben wir auch noch nicht. Vielleicht ist das mein Ding. Vielleicht bin ich Panzerabwehr, Dennis. Ja. Der Sanitäter, ich kann kein Blut sehen. Aber der hat ja gar nichts für Panzerabwehr. Was ist denn das hier? So ein langes Rohr hat er. Ja, eine Mosin? Ich mach Sturm. ETS. Mach auch Sturmangriff. Ein Panzerabwehr-Ding? Gewehrschütze, komm. Ich mach Gewehrschütze. Die Standardrolle. Ich wechsle. Wohin wechselst du? Ich bin Medic. Medic? Okay. Sturmangreifer, was kann der denn? Okay, mache ich auch Sturmangreifer. Ja, dann machst du den, weil ich kann nur einer spielen. Ach so, nee, dann nehme ich was anderes. Das wollte ja Max machen, oder? Nee, Max ist Offizier. Nee, Kommandant. Ich bin Scharfschütze. Okay? Okay. Okay. Leute, sind 5 von 6 Leute. Sind wir alle da? Fehlt noch jemand? Ja. Wer ist ja? Nee, ich bin da. Sehr gut, let's go. Wir sollten eigentlich vollständig sein. Okay, wo spawnen wir? Wir müssen alles jetzt wissen. Gummibärchen. Wir spawnen bei Olegs Haus. Es gibt sogar dunkle Gummibär. Olegs Haus ist hier unten. Denzel, das ist... H6 oder G6? In G6. G6, Denzel. Da spawnen wir. Okay. Du musst... Darf ich auch? Ja. Entweder nimmst du... Die Rolle ist nicht... Die kannst du nicht nehmen. Du musst einen anderen nehmen. Ach so, wieso hast du nicht? Weil die voll ist. No. Automatik, ja, Gewehr. Nimm die, dann machst du bestätigen. Und jetzt? Bestätigen links unten. Gut, ne? Ja. Und dann Moin. G6. Moin. G6, bitte. Moin. Moin. Ja, wer war das? Er hat dich reingemoint. Weggemoint. Nee, sorry, ich bin das. Ich bin noch im Kommando-Chat nebenbei. Ach so. Moin. Ich muss mich dann hier mal immer mit muten. Nee, ich find's witzig. Mach doppelte Kommunikation, das ist gut. Stationierung. Ja. Sind wir gleich. G6. Ha? Hm? Komm schon. Krieg wartet nicht. Ja, ich lauf eine Uhr runter, die ist aber versteckt hinter dem. Okay, alles klar. Okay, dann ist es drin, da schon mal drauf. Alter, hab bitte. Ich große Hände, guck dir das mal an. Meine Hand ist so groß wie das Trommelmagazin. Alter, ohne Scheiß. Okay, Max, wo seid ihr? Seid ihr nach vorne gelaufen? Ja, ne? Ja, die vier sind irgendwie schon in grünen. Genau, unsere wir sind Aufgabe, die einzigen ich hab Pfosten gerade mit dem Commander gesprochen, unsere Aufgabe ist erstmal Olegs Haus zu verteidigen. Okay. Ah, okay. Das hast du gehört, ne? Ja, gut. Ja, wir sollen Oleg irgendwie... Oleg. Olegs Haus muss verteidigt werden. Das heißt, wir buddeln uns hier jetzt schön ein. Und jeder, der irgendwo Feinde sieht, bitte einmal pingen, damit die anderen Bescheid wissen, wo die Gegner herkommen. Sehr gut. So, jetzt ist eine ganz neue Struktur, merkst du das? Ja. Wo Maxi mit dem Commander mal gesprochen hat. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der von irgendwas Ahnung hat. Noch nicht mal in der Werkstatt. So, ich bin gleich in der Max. So, Gegner sollen angeblich aus den Gräben im Nordwesten kommen. Da könnten sich okay. Dann einige schon mal drauf ausrichten. Okay. Ah, okay, dann hole ich meinen Kompass raus. Kurzer Hinweis, Oleg im Chat schreibt gerade, danke, dass ihr auf mein Haus aufpasst. Sehr gut. Der ist gut. Sehr gut. Wo ist mein scheiß Kompass? Wo zur Hölle soll ich wissen, wo Nordwesten? Unten, Mann. Unten. Unten, wie hier oder was? Ja, guck mal nach unten, vom Display unten. Ich laufe einfach hinter Max her. Ja. Kann man durch Stacheldraht laufen oder kriegt man dann Schaden? Nee, es passiert gar nichts. Vorbei. 3 Minuten, dann ist die Runde vorbei. Ich weiß nicht genau, was ich mit der Info anfangen soll, außer dass wir sehr gut sind. Ist ja. Dann nur der, wir spielen dann gleich nochmal eine neue Map.
Ja, okay. Weil jetzt ist der Server aber proppevoll auf einmal. Ist nicht so, als hätten wir keine Gegner, ne? Ja. Wo ist mal. Also, wir sollen das Haus verteidigen. Das Haus hier. Wir müssen nur hier bleiben, oder wie? Das ist jetzt Krieg. Wir bleiben in diesem schwarzen Kreis, der auf der Map zu sehen ist. Ja, alles klar. Sind wir drinne? Ja. Alex Haus. Ja, okay. Bin ich. Oh oh. Okay. Russischer Raketenangriff. Boah, von hinten. Ja. Alter Schwede. Das ist eine Stalin-Orgel. Was geht ab? Und wo schlagen die ein? Oh, come on. Alter Schwede. Geht gut ab. Das sieht so cool aus. Ja, das ist wirklich Hammer. Also diese Einschläge, das wünsche ich mir seit Jahren, dass sie es endlich mal hinkriegen, dass die Explosionen richtig gut aussehen. Das ist schon ein guter Schritt. Ich will jetzt weiterspielen. Richtung. Ich will jetzt mit dieser Truppe weiterspielen. Du bist ungeduldig. Wir sollen das hier. Ja, ich darf zurück. Du läufst, genau, komm zurück. Du steckst mich auch mit deiner Ungeduld ab. Ich bin auch los. Soll nur mal gucken. Mal genau. Gucken, wie der Krieg da so aussieht. Weißt du, ob der sich da anders darstellt. Dennis, du hast mich eben mit einer Pistole aus 5 Kilometern Entfernung umgebracht. Du bist ein Meisterschütze. Ja, ja, ja. Nämlich 0-0 Denzel. Max, ist davon auszugehen, dass die Gegner bis zu uns jetzt schon vordringen? Nein, oder? Höchstens, wenn sie flankieren. Oh. Doch, Gegner im Westen. Hallo. Mittlerweile 160 Meter. Okay, Westen. Zwei Leute. Westausrichtung, da wo es gepinkt ist, richtig? Ja. Sehr gut, danke. Boah, ein Team greift über da drin. Die Seite an. Aber ist eh gleich vorbei. Wie ist eh gleich vorbei? Dann lass uns noch schnell. Ja, 3 Minuten noch. Das ist, okay, oder zwei dann noch. Stürmen wir doch, oder nicht? Stürmen? Ja, können wir, aber das ist nicht die Aufgabe, ne? Ich weiß nicht, ob du da. Die 3 Minuten hier warten ist ja, jetzt die Aufgabe und dann ist das Spiel vorbei. Wenn eine neue Map ist. Ja, ich weiß nicht, Max. Max möchte das Ding hier nach Hause bringen. Okay. Da ist nichts bin hinter Max. Da ist nichts mit Stürmen. Das ist mehr Wait and Chill. Me likey. Ja. Weißt du, das ist die Zeit, wo die Soldaten immer die Messer rausholen und dann ihre Hände auf den Tisch. Und dann immer dieses Messerspiel, weißt du? Das, weil dir dann wieder langweilig wird. Schaufel kannst du rausholen. Hm. Fällt gerade auf, dieses Messerspiel hat mir mein Vater relativ früh beigebracht. Und ich frage mich gerade, warum? Weil ich war da bestimmt erst 4 oder so. Ja, das ist wirklich eine komische Idee. Ja. Vielleicht fandest du es gut. Ja, ich hab's auch voll verdrängt, erst jetzt, wo du ja gerade wieder von sprichst. Naja. Sieg! GGWP. GG! Dennis, wie fühlst du dich? Ja, hammermäßig. Ich hab mich nie besser gefühlt. Ich meine, man hat ja auch richtig gemerkt, dass das diesmal an uns lag, dieser Sieg, oder? Also meine Leistung darf auf keinen Fall geschmälert werden, genauso wie deine. Nein. Und auch eure Leistung von das Max war, und Friends. Ja, das war gut. Max und Friends, alle da. Wer war denn jetzt bei uns im Team? Kann man das einmal? Ja, warte kurz. Und zwar hatten wir. Ah, da steht's ja. B-Boy. Rage Man, Nostra, Maxen, B-Boy, yes. Genau. Okay, ja, krasse Jungs. Easy. Komm, gleich nochmal. Diesmal ja. Aber mit. Können wir einmal Panzer fahren, Max? Kannst du ihm das mal weiter? Max, hast du Denzel gehört? Ein bisschen leise ist er. Ja. Das hier ist so eine Trennscheibe dazwischen, damit wir nicht die ganze Zeit rummachen. Ich frag's nochmal. Können wir Panzer fahren? Das wünscht er sich. Ja. Was hast du mit? Ja, gut. Nee, ich hab Trendscheibe verstanden. Ich nur, die Trendscheibe, die ganze Trend ist. Schön, nee, das nein, die ist im Trend, deswegen ja, müssen wir alle haben, weil die so trendy ist. So, was ist jetzt mit Panzer fahren? Weiß nicht, Panzer fahren wirklich, weiß ich nicht. Kriegen wir hin. Hast du einen Panzerwunsch? Willst du was? Ob du einen Panzerwunsch hast? Ja, gerne, also irgendwas, was Großes. Nicht, also so einen würde kleinen, luschigen T-34 oder so. Was sagt er? Tiger bitte sich. Tiger wäre schön, ja. Panther hatten wir ja gerade. Gib mir irgendwas. Nächstes Spiel ist in 5 Sekunden. Ja, wieso bin ich da nicht drin? Utah Beach. Okay. Frankreich. D-Day, 6. Juni 1944. Steht da alles. Okay, Panzer. Das heißt, oder müssen wir erstmal zu den Deutschen rüber natürlich? Können wir ja mal versuchen. Ich bin Deutschland. Ja, ich bin auch schon in Deutschland. Ich habe auch schon einen Club aufgemacht.
Zimmer automatisch. Able. Able, okay. Kann da jemand rein, der weiß, wie man in den ersten Gang schaltet? Also, in Able rein. Da passt können aber nur drei Leute rein. Ja, geht mal rein. Dann komm du doch da, oder was machst du? Ja, dann gehe ich in ein anderes Squad und spiele Engineer und repariere euch. Ja, genau. Oh, das ist klingt gut. Das klingt ja Battlefield. Das ist gut. Hab ich da immer gemacht. Ich will. Oder schau, ob ich es schaffe. Okay, Max ist drin. Wo bist du jetzt? Was muss ich denn jetzt drücken? Charlie? Ich guck gerade, wo wir am besten hin können. Okay, ein Tiger ist gerade nicht verfügbar. Dann nehmen wir mal das mittlere HQ, den mittleren Punkt. Ja. Im mittleren Punkt, das ist Spawnpunkt 1. Den meinst du, ne? Mittleren Punkt, ja. Wird schon sein. Okay, ich bin bei dir, Max. Wo bist du? Ich bin hier bei... Du sollst zu uns kommen? Wo seid ihr? Ah, okay, er ist oben. Du bist oben. Hier ist so ein Kampfpanzer. Ja, aber du musst zu uns kommen, Denzel. Ja, ich komme mit dem Panzer zu euch. Ich weiß ja nicht mal, wo ihr seid, so weit weg. Ich sehe euch nicht. Wir können dich sonst auch abholen fahren. Komm, wir holen dich ab. Ja, holt mich mal ab. Bin ich wieder falsch gespawnt oder was? Nee, ihr seid alle falsch gespawnt wahrscheinlich. Nein, natürlich. Okay. Bist du drinne? Ja. Komm schon. So. Okay, ich bin auch drin. Starten. Sag mal, E gedrückt halten ist starten, ne? Und dann? Ja, dann musst du die Gänge einlegen mit Shift. Ey, ich hab die ganze Zeit Shift gedrückt. Nee. Einmal nur drücken anscheinend. Okay. Das wäre das gleiche. Ich schalte hier. Dass du die richtige Drehzahl hast. Also, der muss erstmal auf Touren kommen. Ja, vierter ist nix, Denzel. Vierter ist nix. Ja, wie soll ich denn auf Touren kommen, wenn der im vierten Gang ist? Ja, also. Das verstehe ich nicht. Und wenn ich auf Shift drücke, macht der halt nichts. Ich kann halt tausendmal auf Shift drücken, was passiert nicht. Manchmal passiert was. Und manchmal schalte den vierten und manchmal den. Also, ihr seht das ja selber. Krogi, du siehst ja hier Shift. Ich seh das, ich seh's. Ich kann nicht Panzer fahren. Ich will Panzer fahren. Drück mal STRG. So, und jetzt nochmal. Nochmal. Nochmal Control? Ja. Und nochmal. Und jetzt fahr mal vor. Alter. Dann sag doch Control, nicht Shift. Ja, Shift zum Hochschalten, Control zum Runterschalten. Ah, okay. Okay. Und jetzt hauen wir uns mal alle auf die Schnauze. Ja, wenigstens habe ich es noch geschafft, 5 Minuten vor Ende. So. Das gefällt jetzt mir. Jetzt check ich's, okay. Ist die andere Crew auch da? Seid ihr alle auf der deutschen Seite oder haben wir auch Feinde hier im Sprachchat? All officers must speak English. Steht hier. Ja, Hammer, Panzer fahren. Kommt der mal auf Touren oder nicht? Naja, viel schneller wird er wahrscheinlich nicht. Jetzt hab ich. Parken. Baby parken. Ja. Ja. Du kannst hochschalten dann, ne? Ich schalte gerade hoch, ja. Okay, geil. Ich glaube, so langsam kommt er auch auf Touren. Die Kommentare sind so Hammer. Die Kommentare im Chat sind so geil. Welche Kommentare? Nein. Nochmal auf. Nein. Sehr gut. Nein, nur feinstes Lob, was ihr auf so einem Silbertablett in unsere Richtung gebracht wird. Okay, guck mal. Ja, ist jetzt schön. Fahr ich hier durch die Hecke, pass auf. Ja, ist ganz Achtung. Geil. Achtung. Und? Ganz, ja, geht schon. Muss aber ein bisschen da durchrödeln. Schönes Blatt auch. Ja, hast du Motor kaputt gemacht. Ja, Denzel ist im eigenen Panzer. Du bist gerade abgeholt von Max, Denzel. Der ist direkt vor uns. Da ist er irgendwo. Ich schieß mal dahin in die Richtung, damit er weiß, dass wir kommen. Ich bin hier. Ich verstecke mich im Busch. Wo seid ihr denn? Da, ich hab doch gerade auf dich geschossen. Hast du es nicht gemerkt? Nee, Mann, das muss ich echt zugeben. Oder hörst du, woher die Schüsse kommen? Das nee, der ist direkt vor uns. Komm zu uns. Hier. Da ist unser Panzer. Komm rein. Yay! Willst du das Rohr bedienen? Gerne, ja. Okay, dann tauschen wir die Plätze. Warte. Und du kannst jetzt rein. Nee, du bist schon. Jetzt anders. Bin ich gerade schon. Ach so, wolltest du das machen, okay? Egal. Ah, ich Idiot. Egal. Jetzt okay. Bin ich Fahrer. Oh Gott. Nee. Nee, was bin ich dann? Du bist einfach nur. Du bist Kommandanten. Der Kommandant steuert das Periskop des Panzers. Ah, mit dem Mausrad vielleicht hoch und dann kann ich... Zoom. Das ist krieg ich aber... ich bewege mich nicht. Es ist der Panzer selber. Ist auf jeden Fall geil. Es ist auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall, das gefällt mir richtig gut gerade. Wir alle schönen Ausflug im Panzer, Max fährt uns, das ist herrlich. Ja, wunderbar. Und wir sehen endlich mal auch, was passiert, weil jetzt bin ich wirklich im Periskop. Ja. Hier leicht niedrig auflösende Texturen, okay, aber gut. Und wir fahren in die richtige Richtung. Das ist ein fetter Luftkampf gerade. Wo sind denn die? Ich feier's auch. Ich feier's auch richtig ab. Lass uns bitte wenigstens einmal auf einen anderen Panzer schießen. Ich will das miterleben. Ja. Max, dafür hast du noch genau 4 Minuten Zeit. Genau, Max. Du hast eine Quest. Oh. Wir kommen langsam näher. Ohne Druck. Sind, oh, hier liegt ein Todes. Habt ihr schon eine Munition geladen? Oder was ist das? Munition ist geladen, jawohl. Oh, das ist aber traurig. Ach, guck mal, da hinten ist so eine Dorfdisco, die immer ihren Scheinwerfern. Ja, stimmt. Die macht gut Leid. Ja. Kann ich gleich mal draufschießen? Nee, ne? Auf die Dorfdisco? Ja, weiß ich nicht. Oh, okay. Aber wo ist dann die Unterhaltung? Bist du der Schießmann? Ich bin der Schießmann. Ja, sehr gut. Michael Schießmann ist mein Name. Soll ich dir zeigen? Michael Schießmann. Nee, warte mal. Ah! Sag vorher Bescheid! Meine Ohren! Abgerutscht. Einfach abgerutscht. Ich hab schon wieder ein neues Ding drin. Ich baller noch einen weg. Ich werde niemals 39 Schuss verballern können in der kurzen Zeit. Ich baller einfach noch wild rum. Wo sind denn die Gegner? Ach, wir sind hier mittendrin im neutralen Gebiet, oder was? Ja, Mann. Ach, natürlich ist hier keiner. Kannst du diesen Wagen zerstören, Krogi? Glaub nicht. Mach mir diesen, was ist das? Trecker. Wir wollen richtig auf. Guck mal, sind auch Zeppeline am Himmel. Wir wollen ja. Max, bring uns jetzt zu den Gegnern. Was, du willst jetzt Zeppeline abschießen? Große Zeppeline. Frontline ist direkt voraus, hat er gesagt. Du musst aber ein bisschen gucken da mit deinem Eumel da, Dennis. Hier sind keine Zeppeline. Was faselst du? Ja, am Himmel ein Zeppelinland ist das. Hier da hinten ein Zeppelin bei mir. Ach, da. Ja, ist so ein Zeppelin wohl. So, okay, das sind diese Luftballons gegen Luft. Damit die Flugzeuge da nicht so rumfliegen können. Max will flankieren mit uns. Hast du? Ja, machen wir. Ja. Ja, ist sehr busch, ne? Ist ganz schön buschig hier. Ich kann nichts sehen. Buschig, sehr, sehr buschig. Ja, wir lenken gleich nach rechts ein. Was soll das, ist ein Haus? Ja, mach ich. Kanone auf 12 Uhr. Das sind die Ansagen, die man braucht als Geschützturmoffizier hier. Ja. Ja, sehr gut. Soll ich schon mal ballern, damit die Leute wissen, dass wir da sind? Super Idee. Okay. Ich bin leider kein Panzer. Da fährt ein Fahrzeug! Wo? Direkt auf! Ping den! 12 Uhr. Ping den! Ping den, mittleres Mausrad. Ich kann den nicht pinken. Mittleres Mausrad. Geht nicht? Doch, okay, geil. Jetzt. Ja. Da, knall ihn ab, den! Krugi! Ja, erst zielen, dann feuern! Nachladen. Weißt du, wie lange das dauert, so einen Panzer durchzuladen? Ich lade doch schon. Hat er getroffen? Ja, bitte nicht mit kleinem Kaliber. Hat er getroffen? Ich weiß nicht, ich hab, also, der fährt nicht mehr. Ich hab eine andere Reaktion. Hat der getroffen? Dennis, sag's mir. Ja, der hat getroffen, Mann. Muss ich höher? Nein, der hat getroffen. Ja, du musst gar nichts mehr. Das Auto ist halt unzerstörbar. Wir müssen ein anderes Auto suchen. Ich schieß da drüber. Typ, das ist unzerstörbar. Du hast das schon dreimal getroffen. Wir müssen was anderes. Schieß auf die Mühle da hinten. Das ist keine Mühle, das ist ein Schiff. Die ist doch gar nicht eingeschlagen. Hier. Fahr mal dahin jetzt, Max. Fahr mal das Auto platt. Ja, fahr mal das Auto platt. Aber gut gespottet. Spotte weiter, Denzel. Danke, danke. War ein bisschen chaotisch gerade, aber das war auch unser erster Feinkontakt. Max hat gesagt, wir haben Feinkontakt rechts von uns. Rechts von uns, rechts. Ping das jetzt, ich muss da hin. Denzel, ping das, wir haben noch. Ja, was denn? Soll ich rechts ping? Hier ist rechts. Dann, falls du die Richtung nicht weißt, rechts ist hier. Ich sehe keinen. Und hinter diesen Büschen müsste ein Feind. Rechts, 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 rechts. Ping. Auf, Panzer! 140, muss ich erst hin. Dauert ein bisschen. Ja, ich dreh mit. Du drehst mit? Dennis, ping. Ping. Ich hab gepinkt gerade. Ich kann jetzt nicht mehr pinken. Ich bin im Dreckloch. Ich seh nichts mehr. Bitte aus dem Dreckloch rausfahren. Oh. Ja, das bleibt da, das bleibt da. Nicht bewegen, nicht bewegen. Ich muss anvisieren. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh das Minus. Ich seh ihn, ich seh ihn. Achtung, Achtung. Schießt uns. Nein, er schießt auf uns. Ja, ich hab ihn auch geschossen. Schieß ihn ab. Ich hab auch geschossen. Achtung. Oh, du bist drüber geschossen, du hast drüber geschossen. Ja? Okay, nochmal. Achtung, Achtung. Der hat gesessen, oder? Hat er gesessen? Warten, wenn der Rauch sich verzieht? Hat er gesessen? Ich weiß nicht, wir müssen uns ein bisschen bewegen. Errungenschaft freigeschaltet. Schrotter. Ich hab ihn zerschrottet. Du hast ihn zerschrottet. Ja, ich sehe nur Rauch. Ja, sieht gut aus. Der ist hast ihn. Hast ihn. Warte, warte, ich baller nochmal rauf. Ist noch einer hier? Wo? Woo! Mega gut. Am Stacheldraht. Am Stacheldraht. Wir haben Krieg gewonnen. Ping den an, ping den an. Wo ping den an? Ach. Ich hab jetzt einen Panzer abgeknallt. Jetzt ping den an. Wen denn? Wir haben den doch. Direkt hier vor uns. Ja, bei. 100
50, 140. Okay, da, ich hab immer zur falschen Seite. Ich höre deine Leute halt nicht. Ich seh den, der ist direkt vor mir, ne? Ich seh, der ist direkt. Hier ist er. Ich glaube, wir werden beschossen. Jo, Treffer. Treffer, dankeschön. Warte, den muss ich noch kaputt machen. Oh, das Panzer direkt vor uns! Ping, 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 jawollo! Wie haben wir den auch? Den haben wir auch! Okay, dann guck ich mir das Wrack an. Ja. Dann haben wir hier vor uns in den Büschen. Max! Max, wir müssen die Sendung beenden. Wir sind mit der Sendezeit durch. Es tut mir leid. Es ey, aber besser wird's auch nicht, oder? Das war ja mega gut. Das war mega, ich steig aus. Also wenn man Leute dabei hat, die verstehen, was sie tun. Ey, das war's richtig. Das ist ja ein ganz anderes Gefühl. Max, können wir das nochmal machen? Ja, Jungs, können wir das nochmal alles machen? Bitte? Können wir uns bitte im Forum unterhalten, wann wir das nächste Mal sowas machen? Das macht ja in der Gruppe richtig Bock. Ja. Ey, Hammer. Also herzlichen Dank an eure Stelle erstmal. Ich schmeiß euch mal raus hier aus dem Discord. Ich muss mit Dennis hier alleine sein. Alles Liebe. Ja, von mir auch nochmal. Tschüss. Tschüss. Danke. BJ, Max und Nostradam. Nostro, Nuss, Max, B-Boy und Rage Man. Rage Man. Tschüssi. Ah, cool. Ja. Ah. Das ist doch ein bisschen tiefgängiger, ey, als man so das erwartet, ne? Ja, klar. Beziehungsweise du hast es ja im Vorfeld gesagt, wie tief das ist. Ja. Nur ist das Spiel jetzt noch nicht allzu lange draußen. Gut, es gab eine Early Access. Ja. Aber wir haben es noch nicht so oft gespielt. Das ist vielleicht dem ein oder anderen aufmerksamen Auge aufgefallen. Es gab ein paar Momente, wo man das hätte erahnen können. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und am Ende haben wir tatsächlich sogar Panzer zerstört. Wir haben Leute gekillt, Panzer zerstört. Zwei. Was haben wir noch gemacht? Teamkills, hat der geile Teamkills. Der hat mega Teamkills dabei. Mehrere. Kommentiert mal in dem Video, wie gut die Teamkills waren. Die waren das von die besten. Oder? Ja. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was das kostet, aber je nachdem könnte man sich das kaufen. Die Vorbereitung ist immens. Schon ganz lustig. Leute, ich möchte einen kleinen Querverweis geben, und zwar 40 Euro, 40 Euro gibt gerade Jörg aus der Regie durch. Vielen Dank für die Information. Heute Abend also nach Game 2 gibt's noch eine Session mit Denzel, Kapuzenwurm und mir, die ist voraufgezeichnet. Da spielen wir The Ascent, ist auch ein Spiel, was ganz frisch rausgekommen ist, gestern rausgekommen. Ihr kriegt eine Voraufzeichnung aus folgendem Grund, weil wir heute Abend eine kleine Probe machen und technischen Durchlauf machen für den großen Preis von Quickborn, also morgen unser RC-Car-Rennen auf RBTV. Ja. Dementsprechend gibt's aber trotzdem was für euch, was Schönes, was wir heute Vormittag aufgezeichnet haben. Um 10 Uhr haben wir uns getroffen, das war viel zu früh. 10 Uhr, ey. 10 Uhr, also wir hocken schon den ganzen Tag zusammen. Hat aber Spaß gemacht, schaut mal rein. Und ja, hast du noch irgendwas zu sagen, Dennis? Heureka. Alles klar, sauber bleiben, Leute. Bis dann, tschüss. Der Countdown läuft. GTÜ präsentiert Far Away, der große Preis von Quickborn.